Hallo, liebe Leute. Ah, genau, vielen Dank, Toddy. Holt mal. Toddy! Vielen Dank für den Sub, für Spanzolino. Und Perfidel hat es vollkommen korrekt erkannt, was los war. Da war so Putzen und Wasser gestern. Ich habe meine Wasserflasche vergessen. Ah, finde ich gerade ein bisschen hinterhergerannt irgendwie. Ah. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Immer noch da seid. Oder, hallo Spanzolino, gerade gekommen seid. So. So, hier jemand verpasst? Have a nice smoke. Okay. Was? Cocktails? Oh, ein Spanzolino. Pünktlich zu Cocktail und Transport Fever 3. Transport Fever 3 hatten wir erst vorletzte Woche oder sowas. In Red Dead Redemption. Geilste Grafik. Okay, liebe Leute, bevor wir anfangen mit, stehe ich auf der Leitung. Mein Gott, es ist zu warm heute. Ich muss kurz meinen Ventilator neu ausrichten. Ich habe gerade mal eine extra Stromladung verpasst, damit der Akku wieder ein bisschen voller ist und der noch eine Weile läuft, aber jetzt pustet er irgendwo hin und ich kriege es ab. Ich muss den mal kurz noch kurz verschieben. So. Luft. Muss reichen. Ich habe jetzt keine Lust, 100 Mal aufzustehen und das blöde Ding zu verschieben. Mein Gott. So, hallo Peter. Peter ist auch da. Getränk vergessen. Jawohl. So, liebe Leute, bevor wir aber anfangen mit Transfer Fever, machen wir erst, bin ich jetzt hier gerade, wir machen erst den Clip-Wettbewerb. Wir verschieben den jetzt auf Samstag, weil sonntags haben wir einfach nicht so viel Zeit. Wenn wir ein neues Spiel, das ich noch nicht kenne, dann auch noch einen Clip-Wettbewerb reinschieben, das ist ein bisschen schade. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier bin. Erstmal Spotify aus. Weg damit! Gut, ich hoffe, ihr habt die Musik genossen. Die musikalische Untermalung während der Pause. Genau, also ein Clip-Wettbewerb, liebe Leute. Wer es noch nicht kennt, soll ich mal kurz erklären, was wir da machen? Also man kann während der Streams kleine Clips machen, mit jeden paar Sekunden, wenn ich Mist baue oder was Blödes sage oder sonst irgendwas, machen die freundlichen Clipper, die Zuschauer, einen Clip davon und ich gucke die dann an am Ende der Woche. Und 5 davon kommen dann zur Auswahl und ihr dürft bestimmen oder abstimmen, welcher der beste ist, der lustigste, der döfste, was auch immer, der Lieblingsclip halt. Und wir gucken uns die immer noch kurz vorher an, die 5 Stück, damit ihr das alle seht. Und dann habt ihr alle was zu lachen vielleicht. Hoffentlich, darum geht's. Und der Gewinner kriegt am Ende einen random Steam Key. So ist es, genau. Heute, nee, heute nicht, wobei heute vielleicht auch, ihr könnt euch das aussuchen. Derjenige, der gewinnt, kann sich aussuchen, ob er einen random Steam Key haben will oder ob er einen Key für, wie heißt es, Space Haven haben will. Das hat er. Wo kommt die Katze her? Die Katze ist gerade gespawnt neben mir. Okay, den Key für Space Haven hat mir der Floppy gestern geschenkt. Oder gegeben eben, damit ich ihn verlosen kann. Sehr nett. Ich weiß nicht, ob er da ist. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Wer gerne Space Haven haben möchte, der kann das sagen. Ansonsten gibt es halt wahrscheinlich ein Key, wo man nicht, also da gibt es ein Key, wo man nicht weiß, was bei rauskommt. Bei Space Haven weiß man, was rauskommt. Wer Lust hat auf Space Haven, was so ähnlich ist wie Rimworld, nur im Weltraum, der kann dann einen Space Haven Key haben. Mussten mir nur rechtzeitig sagen. Also der Gewinner sollte mir sagen, ob er Space Haven haben will oder random. So, jetzt, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Nichts als Stress. Nein, mir geht's gut. Ich ärgere mich nur gerade, dass die Luft irgendwie an mir vorbeigeht. Katze kannst du mal verstellen. Ich gucke auch schon so. Na gut, also, gucken wir mal rein in die Clips. Also, liebe Leute, es war diesmal fast nur Red Dead Redemption dabei. Es waren noch ein paar andere gute mit dabei, aber ich weiß ja, dass ihr Reitunfälle liebt. Ich wollte gerade sagen, löbt. Viel liebt und mögt, ach, keine Ahnung. Genau, deswegen gibt es natürlich wieder Red Dead Redemption ganz viel. Und zwar von Baradion, Toddy und Patty hat auch mitgemacht. Hat mich sehr gefreut. Also, ihr müsst angucken, was da ist. Und am Ende, ihr müsst euch das merken. 5 Clips gucken wir an. Und am Ende müsst ihr dann abstimmen. Oder dürft ihr abstimmen. Genau, also wir fangen an. Muss ich nur mal finden. Da muss es sein. Der ist kreativ abgestiegen. Klickt der Reitunfall. Der ist von Baradion. Oh, ich sehe wieder nichts hier. Ist alles zu eng auf dem blöden Bildschirm. So, jetzt. Ich hoffe, ihr könnt das auch alle hören. Deswegen reiten wir erstmal dahin. Ja. Du bist gepflegt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob der am Anfang kürzere Haare hatte. Ja. Oder. Ah, nein. Es gibt
Zeugen der Rehe haben es gesehen, wie ich abgestiegen bin. Bevor er den Abgang gemacht hat. Weil Gott seine Knochen. Ja, wir haben schon viele Reitunfälle gesehen in Red Dead Redemption. Ganz, ganz viele, jedes Mal. Aber so einen wie den habe ich noch nie gesehen. Normalerweise fliegt er halt Kopf zuerst über das Pferd weg. Macht er noch eine Rolle oder sonst irgendwas. Aber jetzt ist er irgendwie, weiß ich auch nicht, Füße zuerst über den Kopf geflogen. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Dann machen wir weiter. Auch von Baradion und auch von Red Dead Redemption. Wo bin ich denn hier? Ah, das war jetzt diesmal kein Reitunfall, sondern ein Wild, nicht Unfall, aber fast. Ich habe gedacht, es wird ein Wildunfall. Schauen wir einfach mal rein. Wir haben nicht mehr so viel Leben, deswegen schnell noch was futtern. Alter! Das verrückte Seelensviech! Hau ab, ich tue dir doch nichts. Mein Gott. Okay. Ja, der hat mir nichts getan, aber wir haben es schon ein paar Mal erlebt, dass so ein Viech einfach aus dem Nichts angeschossen kam und mich auf die Hörner genommen hat. Und deswegen dachte ich, der nimmt gerade Kurs auf mich und will mich wegschubsen irgendwie. Aber ist zum Glück nichts passiert. War auf jeden Fall witzig. So, jetzt von Patty. Ich weiß gar nicht, ist Patty da gerade im Moment? Ich glaube nicht, anscheinend nicht. Okay, na gut, da guckt mal trotzdem rein, ist egal. Er kann auch gewinnen, wenn er nicht da ist. Wenn es euch gefällt. Red Dead Redemption. Ein Wild, nicht ein Wild, ein Bär. Es geht um einen Bär. Wir haben einen legendären Bären gejagt und ich dachte, der wird sich schon erschießen lassen, einen Kopfschuss und ist er tot oder irgendwie sowas. Nicht ganz. Gucken wir mal. Das war ein kurzes Vergnügen. Das war sehr kurz. Okay. Radion hatte recht. Das war vermessen zu sagen, wir kriegen das mit zwei Schüssen hin. Uff. Wir waren das lieber mit dem anderen Gewehr und dann volle Dead-Eye-Ladung ins Gesicht. Ja, das war echt vermessen zu sagen. Hallo? Wer war das? Jetzt muss ich kurz gucken, wer das war. Der John! Hallo John übrigens, herzlich willkommen. Ich lese auch gleich nochmal kurz nach im Chat. Ich denke, wir gucken uns so gerade alle die Clips an. Also, das war der Bären-Clip. Merkt euch das? Hier. Genau, wir gucken weiter. Von Patty. Trick-Pat war das. Jetzt kommt von Toddy. Voll erwischt. Ah. Der perfide Skandal. Kein Skandal. Ich will nur kurz erklären, was da war. Das war ein ganz geisterhafter Sumpf. Das war gestern, glaube ich, oder? Das war gestern. Sehr geisterhafter Sumpf. Es war neblig, dunkel. Irgendwelche komischen flüsternden Stimmen waren da irgendwie in der Luft und sowas. Und ich laufe da so rum. Lauter Krokodile am Boden und ich laufe da so rum. Und denke schon, oh mein Gott, was sind da für Geister unterwegs? Mann! Jetzt hat sich voll erwischt. Perfidel, unglaublich. Der Perfidel war's. Und der ist auch gerade da. Junge, wahrscheinlich kommt gleich wieder so einer. Ich warte drauf, dass jetzt gerade einer Scream macht. Bestimmt kommt gleich was. Naja, das war der Scream. Und jetzt, gestern hatten wir nämlich lange, lange keinen Reitunfall. Das ist der letzte Clip, auch von, der war gerade eben von Toddy und der ist jetzt auch von Toddy. Auch Red Dead Redemption. Ja, durch den Wald. Vorsicht, Baum. Wir hatten heute auch keinen einzigen Reitunfall. Und das war keine Absicht. Ich wollte jetzt rechts. Ja, man sollte meinen, das hat die bestimmt mit Absicht gemacht. So von wegen, hahaha, das ist ja genau die witzige Situation für einen Reitunfall. Wenn ich gerade sage, wir hatten heute noch keinen. Das war aber keine Absicht, wirklich. Ich will es aber kurz erklären. Da war der Baum links und ich bin eigentlich rechts dran vorbei. Habe ich drauf gezielt. Da lag ein fetter Stein am Boden, man kann es auch ganz kurz sehen. Und das blöde Pferd hat halt umgelenkt, um den Stein rum und voll gegen den blöden Baum. Ich glaube, ach, das war witzig. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Und ich mache gerade mal den Sound wieder leise, nicht, dass euch nachher die Ohren wegfliegen bei Transmit Viewer. Und dann werde ich jetzt mal die Abstimmung starten. Jeder kann mitmachen, auch diejenigen, die jetzt gerade im Clip mit dabei waren. Zu gewinnen gibt es einen Steam Key, Random oder Space Haven. Müsst ihr mir Bescheid sagen. Und ja, ich werde einfach mal die Umfrage starten. Die Umfrage erscheint, also das hat nicht jeder gesehen bis jetzt, glaube ich. Manchmal sieht man das nicht so einfach. Die Umfrage ist oben über den Chat, oben drüber. Ist so ein kleiner Kasten, da müsst ihr draufklicken und dann könnt ihr aussuchen, welches ihr haben wollt. Genau, gut, also jetzt mache ich das wieder aus hier. Weg! Ja, das ist geheim. So.
Gut, wir lassen das eben 2 Minuten laufen. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal Transit Fever starten. Ja. Und ich begrüße euch nochmal ganz herzlich zu Transit Fever heute Abend. Wir wollen ein bisschen Stau machen, ein bisschen Monumente. Aber ich will nicht, also ich glaube, letztes Mal habe ich zu viel alleine vor mich hingespielt irgendwie. Und den Chat so ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich. Keine Ahnung, es kam mir so vor irgendwie. Und deshalb will ich mehr auf den Chat eingehen. Und deswegen will ich nicht so viel Stau machen. Und wenn dann eben in Städten eher die einem der Bürgermeister gehören, der anwesende Bürgermeister. So, was jetzt hier? Kommt da ein Spiel? Da kommt ein Spiel. Oh, ich könnte noch gerade meine Kamera noch verschieben. Da gehört sie hin. So, und jetzt haben wir noch kurz Zeit für den Chat. Warum ist der so weit weg? Fragt Marcel. Der Ventilator! Du meinst den Ventilator wahrscheinlich? Rechts neben mir ist kein Platz. Deswegen habe ich den ins Regal gestellt, weiter weg. Und da steht er eigentlich gut, ich muss ihn nur ausrichten. Ja. Perfide sagt, wusste gar nicht, dass ich da eine Statistenrolle hatte. Da weiß ich jetzt gerade voll nicht mehr, was es war. Ich schreib's nicht so viel. Und hallo, by the way, bin ein Noob-YouTube. Cooler Name, herzlich willkommen. Ist schon ein paar Minuten her, vor 6 Minuten hast du das geschrieben. Ich gucke jetzt gerade den Chat erst durch, aber schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist doch da. Genau. Der hat einen Kuss auf mich. Das wäre auch nett. Der war leicht angepisst. Der Bär. Achso, der Bär. Wieso ist bei mir noch nicht eine Brücke auf die andere Seite, auf die andere Flussseite gebaut? Das gibt's auch nicht. Da kannst du lange warten. Das gibt es nicht. Wir gucken gleich nochmal. Ich habe es, glaube ich, im Let's Play für heute nochmal gezeigt, warum ich es nicht mache. Ah, der Stream hat Cooldown. Haha. Okay. Und du hast immer noch nicht den Eiffelturm oder den Oriental TV Tower gebaut. Das ist korrekt. Und mal, Peter. Achso, Peter hat oben ausgeschrieben. Hast du meine Modliste bekommen wegen der neuen Schmalspurfahrzeuge? Nein, ich weiß nicht. Wo hast du mir die geschickt? Ich habe nirgends was bekommen. Wenn du mir auf YouTube schickst, Links, das geht nicht. Das verschwindet im Spam. Das wird automatisch raussortiert. Weil Links sind böse. Oder keine Ahnung, wo hast du mir geschickt? Weiß ich nicht. Ich habe nichts bekommen, jedenfalls. Du hattest mir irgendwann mal eine lange Liste geschickt. Aber da hatte ich gesagt, das ist zu viel. Bitte schick mir, wenn du meinst, ein, zwei Mods, aber nicht gleich 100 oder sowas auf einmal. Okay. Jetzt ist doch das Pferd schuld. Natürlich, das Pferd ist immer schuld. Und jetzt Stau ist auch nicht unter Kontrolle. Was du alles erwartest, Mann! Der Tag ist zu kurz für alles auf einmal. Frau das Haus der Undemokratie. Der Internetbox hat das letztes Mal verhindert. Internet. Achso! Stimmt, genau, du hast mir ja hinterher geschrieben, dass dein Internet kaputt gegangen ist. Ist abgeraucht oder sowas. Verpufft. Und da warst du weg. Ja, wir haben das Gefängnis für dich schon mal aufgebaut. Gucken wir mal, was wir heute noch machen wollen. Genau, ah, Marcel! DHL, FedEx und UPS Transporthallen neben dem Flughafen. Stimmt, genau, das machen wir. Falls du heute da bist. Achso, morgen hast du gesagt, bist du nicht so richtig da. Ja, genau, also das steht auf jeden Fall auch noch an. Die Brücke, damit meine Stadt besser wachsen kann, brauchst du ja keine Umgehung bauen. Achso, das könnte man machen. Mal gucken, ob der Platz ist. Ich habe es gerade nicht vor Augen. Es dauert doch kurz. Wir gucken gleich mal. Und dann muss ich mal wieder schauen. Oh, ich muss mal kurz schauen, wo meine Liste ist, was wir alles machen könnten. Hätte ich mir im Voraus öffnen können. Hatte keine Zeit. Musste meine Katze scheuchen. Mein Kater! Stand, als ich gerade eben in die Pause gegangen bin, mein Kater stand vor der Tür und hat mich angequakt und miaut. Ich will raus, ich will raus. Der wollte raus. Aber ich habe ihn noch nicht rausgelassen, obwohl er so kläglich miaut hat, der arme Kerl. Weil ich kenne das Viech. Wenn es tagsüber so heiß ist wie heute, dann liegt er drin, streckt sich auf dem kühlen Boden aus und sowas. Und dann, wenn der Abend kommt, da will er raus und dann ist er wieder bis um 2 Uhr nachts unterwegs und das will ich nicht. Ich mache mir dann Sorgen. Und jetzt sitzt er draußen und quakt und nervt und jammert. Das arme Viech. So, wo haben wir jetzt unsere Bürgermeister? So. Da sind wir ja, liebe Leute. Herzlich willkommen in Transport Fever 2. Warum Pause? Wir machen mal das Datum auf Stopp. Oh! Stoppbar! Was ist denn aus der Umfrage geworden? Meine Güte. Ich habe ja eine Umfrage gemacht. Ergebnisse ansehen. Wer ist der glückliche Gewinner? Ach! Ihr macht mich krank. Gleichstand bei Bärendampfwalz und bei kein Reitunfall. Die waren aber beide gut. Okay, ja, da gibt es wohl zwei Keys. Zum Glück habe ich gerade zwei Keys.
Beziehungsweise ich habe einen Random Key und ich habe einen Space Haven Key. Vielleicht möchte sich einer für Space Haven erwärmen, dann wird's passen. Ansonsten kriegt einer erst einen Key morgen. Zur Not bist du mich sowieso dran erinnern. Manchmal vergesse ich das abends noch zu verschicken. Wer war das jetzt noch? Bärendampfwalze? Das war Patty! Das war Patty. Patty hat gewonnen. Wird sich bestimmt freuen. Und kein Reitunfall. Kein einziger Reitunfall. Das war Toddy. Herzlichen Glückwunsch, Toddy. So. Ihr schreibt mal am besten, ob ihr Random haben wollt oder Space Haven. Das kann man auf Discord klären. Ihr seid ja beide auf Discord, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch und danke, liebe Leute, alle fürs Mitmachen. Auch bei Radion. Vielen Dank, auch wenn es diesmal nicht für einen Key gereicht hat. So. Naseputzen nicht vergessen. Okay, Peter sagt, es sind keine Links gewesen. Ich habe trotzdem nichts bekommen. Ich habe nichts bekommen. Keine Ahnung. Das klappt irgendwie immer nicht. Du fragst mich andauernd, ob ich irgendwas bekommen habe, aber ich habe erst einmal was von dir bekommen. Keine Ahnung, wo das immer landet. Warum soll ich das Gefängnis? Ich baue sogar das Haus der XX-Demokratie. Nein, du gehst nicht ins Gefängnis. Wir brauchen dich. Was war mit dir, Gengold? Weiß ich nicht. Soll ich sie dir hier schicken über Twitch? Ja, schick mal über Twitch. Dann müsste das mit den Links klappen. Nicht im Chat hier, sondern per Privatnachricht. Lockdown für den Kater. Ja, genau. So sieht's aus. Hallo, Macbeth. Herzlich willkommen. Patty gewinnt. Ich habe schon zweimal. Achso, okay. Ach, ja, aber Totti, wirklich. Das steht dir ja zu. So ist... Da bist du ja schon am Ort des Geschehens. Die Brücke direkt vor dir auf die Insel. Also hier. Da eine Brücke, John. Also, ich möchte das Haus der Undemokratie. Und zwei Bus-Tram-Linien. Oh Gott, das sind... Gut, lass mal laufen hier. Stopp mal. Bin hier gerade rausgerutscht aus dem Chat. So. Von mir aus können wir das machen, dass wir heute mal mit dem Bürgermeister anfangen. Und vielleicht später noch ein bisschen Stau machen, wenn wir keine Bürgermeister mehr finden. Wobei, wir gucken mal kurz, wie sieht's denn aus hier? Nicht das. Das andere, so. Ja, bei John ist ein bisschen Stau. Der wurde sogar noch schlimmer. Da müssen wir uns eigentlich drum kümmern, damit wir das hier besser hinbekommen. Weg mit der Ampel. Bin ich zu laut, bin ich zu leise oder irgendwas? Ihr müsst mir Bescheid sagen, bitte. Gut, also John hätte gerne auf diese Seite eine Brücke. Dahin. Damit man sich dort ausbreiten kann. Liebe Leute, wir wissen ja, oder ihr wisst ja vielleicht, dass wir da noch eine TGW-Strecke hinmachen wollen irgendwo. Mal Business Talk, Real Talk mal machen hier. Also hier ist angedacht, dass da eine TGW-Strecke kommt, eine Schnellzugstrecke, die wohl hier durch den Berg irgendwie geht. Ursprünglich war es geplant, dass sie dann hier runter geht. Hier und auf diese Seite verläuft, weil da einfach Platz ist. Ich fürchte, wir können das vergessen und ich werde keine Schnellzugstrecke bauen, die von hier bis, also die ganze Zeit unterirdisch verläuft. Ich überlege gerade, was ist mit der Musik? Nervt euch die? Der Schratt hat immer gesagt, oh, die Musik ist voll nervig. Mich nervt sie auch gerade irgendwie. Ich kann auch diese Spotify-Musik irgendwie anmachen, aber dann werde ich Ärger von YouTube bekommen, wenn ich das Video hochlade. Deswegen ist alles problematisch. Ja, wir lassen sie mal. Wir lassen sie mal laufen. Wir sind die gewöhnt, diese Musik. Also, Schnellzugstrecke. Vielleicht machen wir das so, dass wir hier mit der Brücke dann da rauskommen und auf der Brücke hier drüber gehen. Da müssen wir nicht so viel abreißen. Oh. Da ist schon eine Brücke. Na, jedenfalls, was ich mir halt denke, wir können hier nicht die ganze Stadt oder das ganze Gebiet hier vollbauen lassen, weil dann irgendwann muss da noch ein TGW hin. Ist eh schon alles sehr spät hier. Also, ich hätte gehofft, wir machen den, bevor hier alles vollgebaut ist. Das ist nicht Stau, sondern stockender Verkehr. Danke für die Unterscheidung. Finde ich auch. Das ist kein Stau. Ah, schon ein bisschen Stau. Ist aber unglaublich, wie wegen zwei Autos hier so ein Stau entsteht.
Unfassbar. Ich habe die Idee für die vollen Bahnhöfe, ohne dass du dir mehr Züge kaufst. Vielleicht könntest du dir den Doppelstockwagen holen, dann passen da mehr rein. Die habe ich, glaube ich, noch nicht. Und deswegen, dass alles wegen zu vielen Zügen überlastet wird. Ja, das auf jeden Fall. Ich werde auch später wieder die S-Bahn holen, die haben sowieso mehr Kapazität. Mehr Züge wären aber, glaube ich, auch drin. Ach, guck mal an. Da war immer ein großes Männchen, jetzt sind es bloß noch kleine. Oh. Vielleicht auch nicht. Ich habe mich vielleicht getäuscht, es sind vielleicht ganz viele große Männchen. Na gut, überlegen wir hier nochmal kurz. Bevor ich hier eine Brücke rüberbaue und die alles hier vollbauen und ich hinterher alles abreißen muss und dann geht's Gejammer. Du reißt alles ab. Vielleicht bauen wir Kompromiss und legen da schon mal die beknackten Schnellfahrspuren dahin, die Gleise. Und dann können sie von mir aus vollbauen. Mal ist hier am Rand. Hey, listen. Was? Der TGW muss ja in Honigblume nicht 300 fahren. Er kann neben der normalen Strecke fahren und später Gas geben. Aber neben, also ich weiß nicht, ob hier irgendwo neben irgendwas noch Platz ist. Gerade hier bei dir in Honigblume. Selbst hier, ich weiß nicht. Das, du meinst hier eine viergleisige Brücke hin? Auch hier. Also da will ich eigentlich nicht... Es ist jetzt schon problematisch, ist sehr eng alles. Da passt da eigentlich keine vier Gleise hin. Also ich finde, hier oben zumindest kann man die TGW-Strecke... So, also da kann man sie von mir aus durch den Berg legen. Das war von Anfang an so gedacht hier. Ich habe mir gedacht, das passt hier nicht. Das ist alles zu eng. Die Gleise gehen schon in die Richtung. Die können hier durch den Berg gehen, aber sie müssen halt hier irgendwann wieder rauskommen. Irgendwo. Und so wie ich es jetzt gelegt habe, ist eh scheiße. Die kommen jetzt hier an. Hier irgendwie drüber, drunter, was auch immer. Drüber wahrscheinlich. Und dann muss es eigentlich hier so weitergehen. Das Steinding ist im Weg. Oder wir machen die... In Gottes Namen, wir stellen die auf Brücken. Drei müssen reichen. Was? Du sollst eine Brücke bauen, du bist Ding. Jetzt kommt er mit sowas daher, ey. Ey, ey, da wird er relativ langsam. Was? Der böse, böse Marcel hat den Cooldown abgewartet. Okay, Skala von 1 bis 10 erschrecken. 1. Es tut mir leid, es hat nicht besonders gut erwischt. Okay, ja, ich würde sagen, wir lassen das hier mal so und dann machen wir da die Brücke hin, die du dir wünschst, John. Und dann können sie da bauen, wie sie wollen. Unter der Brücke durch, da was auch immer. Und hier müssen wir uns das überlegen, wie wir da hinkommen. Oben drüber, hinten drum, drüber durch. Der TGW macht hier hoffentlich Halt in Lüpetit-Zürich. Ja, ich weiß schon, dass du mir sonst die Hölle heiß machen würdest, deswegen wird er da wohl anhalten irgendwann. Hallo Maxi, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Die S-Bahn hat so einen mega grässlichen Sound. Ja, aber das klingt ja halt echt so. Das ist halt auch in echt so mega grässlich. Stopp, stopp, stopp. Ich muss mal kurz hochscrollen. Naturschutzgebiet, hat Spongy gesagt. Das hier, du meinst, es wäre ein Biotop? Ach, wir expandieren. Da muss... Die ganzen Tiere, die können hier hochgehen. Da machen wir nichts hin. Ich habe ja erfolgreich den Flughafen hier oben irgendwo verhindert. Die können alle, die hier in das Naturschutzgebiet da oben gehen. Und hier unten können sie dann alles vollbauen, würde ich sagen. Ich glaube, Honigblume kann kein TGW bekommen. Sonst Sponsolino, aber... Nein, liebe Sponsi, du hast gesagt, den wird schlecht, wenn der Zug zu schnell ist. Weil du, nee, du hast gesagt, der wird... Nee, doch, du hast gesagt, die, du willst keinen zu schnellen Zug haben, glaube ich. Und der soll nicht so oft anhalten. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ging ums Anhalten, oder? Du hast auch auf Twitch Probleme mit Musik bekommen. Nee. Nee, ja, nein. Das ist, wie heißt das? Copy-free Musik. Für Twitch. Extra für Twitch. Und auf Twitch ist okay. Da passt das. Aber auf YouTube
also YouTube hat anscheinend nicht diesen Deal, den Twitch hat mit dieser Musik. Und deswegen bekomme ich auf YouTube immer Musik, Ärger mit der Musik, die für Twitch okay ist. So ist es. Sehr kompliziert. Alles sehr schwierig. Wenn du den TGW baust, bin ich dagegen, die Stadt... Was bin ich nicht dagegen, die Stadt teilweise abzureißen? Echt? Okay, das müsste ich mir aufschreiben und dir irgendwann unter die Nase halten, so. Wenn es soweit ist. Überall S-Bahn passt auch nicht so gut. Naja, nee, im Stadtgebiet aber für dich. Also hier diese Strecke, die der, wer ist das, die Jacqueline? Die Elfriede fährt. Das wäre schon S-Bahn, finde ich. Erwolf ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. So, habt ihr die Schmalspur links gerade rausgesucht? Soll ich sie dir hierher schicken? Ja, schick sie mal. Schick sie mal einfach per VPN. Okay, schwach. Ja, der war schwach. Okay. Sag ich mal, Thema Dosto-Wagen in Alt und Neu. Was? Dosto? Was ist Dosto? Ging ums Abbremsen und Beschleunigen, okay. Ich habe Sponsi den TGW angeboten. Stimmt, da war was. Oder du lässt den TGW in Meuron enden lassen oder durch den Berg Richtung Noom bauen. Ah, Richtung Noom weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Aber hier wird er auf jeden Fall lang gehen. Also gut, wir lassen es jetzt mal hier so stehen. So als Planung für irgendwann oder für als Bauruine. Bausünde für irgendwann. Und bauen jetzt hier in Gottes Namen eine Brücke drunter durch. John wünscht sich eine Brücke, also kriegt er eine Brücke. Hin und wieder muss er den Leuten ja entgegenkommen. Kann er nicht immer sagen, nein! So, da fahren, glaube ich, keine Schiffe. Ach! Was ist das wieder für eine Teufelei hier? Sakra! Diese Brücke will nicht. Aber wenn da keine Schiffe fahren, ist ja eh egal, oder? Da fahren keine Schiffe, dann ist egal. Da werden auch keine fahren. Sieht aber trotzdem irgendwie blöd aus, so flach. So. So ist gut. Also bin ich mal gespannt, ob da jemand bauen wird. Irgendwann. Sollen wir von hier aus auch noch eine rüber machen? Damit auch, was ist, Meuron die Chance bekommt, sich hier zu erweitern. Ich habe gerade nicht so viel Lust, weil das so viele Weichen sind. Ah, wobei. Ne, wir lassen es mal nicht. Am Ende fangen die noch an, irgendwie eine Abkürzung hier nehmen zu wollen. Und dann würden sie ja den ganzen Stau hier auf diese Insel da verlagern. Auf diese andere Uferseite. Da ist ja nix. Ah, Dosto, Doppelstock. Achso, okay, alles klar. Habe ich auch noch nie gehört, Dosto. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass Meuron zum wichtigsten Bahnhof hier wird. Unerhört. Ja, unwichtig ist der nicht. Wobei, guck mal hier, der TGW fährt vorbei. Da passen aber auch nur 33 Mann rein im Dosto. Ja, pro Waggon, oder? Ach, keine Ahnung. Hört, hört, der Bürgermeister und sein Gremium haben sich nach langer Diskussion sich dazu entschieden, folgenden Wunsch an unsere Gottkaiserin Lucida II. Wieso die Zweite? Ja, okay. Die Zweite, das steht ja immer... Das steht ja immer in den Emotes. Von Plötze zu Trotteltown heranzutragen. Erwolf ja hätte gerne eine bessere Einbindung des städtischen Flughafens und des örtlichen Bahnhofs in Hinsicht auf den Waren- und Personenverkehr zur wirtschaftlichen Stärkung der Region. Bessere Einbindung, ich kann es mal aufschreiben. Flughafen besser. Flughafen besser. Vielleicht kommen wir da nachher noch zu. MacBack sagt, für so große Städte sind die Wagen in Transport 4 mit 2 generell nicht ausgelegt. Ja, man merkt es immer wieder, ich krieg das kaum abgebaut hier. Der Generalissimo legt ein Veto ein. Natürlich. Aber hält er in Lipitis? Ja, ja. Ich habe es vorhin schon zugesichert, Marcel. Ja, ja. Außer man manipuliert die Daten. Es gibt ja auch die Mod mit den realistischen Kapazitäten da. Baust du bitte den Oriental TV Tower? Was denn auch alles? Du hast schon deine Brücke bekommen. Unglaublich. Aber können wir von mir aus machen. Wo willst du denn hinhaben? Und dann, ja, ich habe dich lange vernachlässigt, von der, finde ich, von der kann man das ja machen. Wo ist denn das Ding? Da ist er doch, hier.
Oder ist der vielleicht ein bisschen zu groß für Citadel de Jonda? Schon ein schönes Stück, oder? Willst du bitte in die Stadt oder irgendwo auf irgendwie so einen Hügel drauf? Das ist ja, glaube ich, ein Fernsehturm. Also auf den ersten Blick sehe ich jetzt nicht so richtig, wo der gut hinpassen würde. Eigentlich ist deine Stadt aber jetzt gar nicht so schlecht versorgt mit schönen Monumenten und so. Du musst halt ein Stück abreißen hier, oder? Hier so einen ganzen Block. San Sponsolino möchte gern Ziegel. Oh Gott, da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Wie wir Ziegel darüber bekommen können. Haben wir unten nicht irgendwo... Achso, da haben wir Ziegel. Da haben wir sogar Steine. Ah, Sponsi, das könnte passieren. Ich habe es im heutigen Let's Play, das heute rauskam, glaube ich, sowieso gesagt, dass wir hier einen Bahnhof hinmachen wollen. Für die Bretter. Und da kann man da auch Ziegel reinpacken irgendwie. Dann lass doch da einen Zug einfach fahren, der da hochfährt, falls das geht. Ja, irgend so ein Krokodil wird sich hier durchwinden können. Das wird bestimmt nett. Das kann man machen. Ich schreib's aber auf. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht im Stream. Das ist was Größeres, glaube ich. Boah, schon wieder so viel zu tun. Die Liste wird länger und länger. Wer soll das denn alles machen? Boah, ich jetzt aufgehört zu lesen. Auf den Triumphbogen obendrauf. Ja, da hat er bestimmt gut empfangen. Gute Idee. Honigblume sagt, also die Leute können mit dem Regionalzug, dem TGV und dem Flugzeug nach Zürich reisen. Achso, das auch noch. Ja. Le Petit Zürich beantragt bei der Kaiserin auch, die eine oder andere Straße zu bauen, damit die KI die Stadt endlich die Stadt besser ausbauen kann. Das macht die KI alleine. Ich habe doch schon mal gesagt, ich mach das nicht. Das macht die KI von alleine. Wenn sie bauen will, soll sie bauen. Wir müssen halt nur dafür sorgen, dass mehr ankommt, finde ich. Dann geht das doch ganz von alleine. Ich will nicht eingreifen, das soll die Stadt selber machen. Ich meine, die kann das ja, das sieht man ja, dass das hier alles wächst und gedeiht ohne Ende. Die Zitadelle gehört zu Honigblumen und letzteres hat natürlich den Tower mehr als verdient. Okay, gutes Argument. Der John meldet sich nicht. Also auf einem. Also auch auf die Insel. Also wir haben hier keine Insel. Wir müssen, glaube ich, dieses Missverständnis mal klären. Hier gibt es keine Insel. Welche Insel meinst du denn? Oder auf einem Berg hinterm Ort. Hier. Kann man sich das da vorstellen? Der hat auch, soweit ich weiß, einen Besuchermagneten drin. Also laufen Leute rein in die Eingänge. So gucken, dass sie da irgendwie hochkommen. Mit einem kleinen Bus oder sowas. Das wäre süß, oder? Aber der ist halt eigentlich, glaube ich, nicht für einen Berg ausgelegt. Der ist, glaube ich, für eine Stadt ausgelegt. Der hat hier auch so einen Platz drumherum und sowas. Der gehört eigentlich in die Stadt rein, glaube ich. Mitten rein. Einen größeren Platz oder sowas. Sponsi sagt, ich habe die Karte neu angefangen. Ich finde die Karte echt klasse. Bin aber voll durcheinander gekommen. Oh je, du Arme. Das glaube ich. Wenn du die Karte zweimal spielst und ich spiele sie auch noch, dann weißt du mittlerweile nicht mehr, wer wo was wohin gebaut hat, glaube ich. Also da wurde die Brücke drauf. Achso. Das jenseitige Ufer. Wirklich? Auf die grüne Wiese? Gehört das Ding nicht einfach mitten irgendwo rein? Oder vielleicht in einen Kreisel oder sowas? Aber sieht schon geil aus. Und so ein Block wegmachen, das sagt ja nicht so, oder? Das passt, ist eh knapp hier. Passt, glaube ich, gar nicht da rein. Kollision! Ja, ist, glaube ich, alles zu eng hier. Ja, also ich würde eher noch diesen Turm da hier hinbauen, auf die grüne Wiese, als die Kirche bei Scarabeus. Da hat es mich ja, da ist mir voll gegen den Strich gegangen, dass er die irgendwie am Ortsrand haben wollte. Aber hier von mir aus, es ist ja eine moderne Stadt und ein sehr modernes Bauwerk irgendwie. Da kann man sagen, ja, das ist zukünftiger Baugrund oder sowas. Und da braucht man dann halt dieses Ding, da halt Platz ist. Eine Insel mit zwei Bergen.
Oh Gott, Jim Knopf. Oh Gott. Oder wir stellen ihn hinter das Notre Dame. Ich glaube nicht, dass der John damit einverstanden wäre. Und ich glaube, wir wollen auch nicht, dass die Notre Dame Konkurrenz bekommt hinsichtlich der Sehenswürdigkeit, des Sehenswürdigkeitenfaktors. Auf die Klippe rechts von der Insel. Da hoch. Von mir aus, aber da kommt man halt nicht so einfach hin. Von mir aus kann man das so machen. Ich hätte es schöner gefunden in der Stadt drin. Eine Bushaltestelle daneben irgendwie. Oder steigen da Leute ein und aus und sowas. Ich fände, das hätte besser gepasst. Aber ich würde auch hierhin machen. Von mir aus. Sollen wir uns darauf einigen. Turm auf die Wiese. Turm auf die Wiese, sagt Sponsi. Also ist natürlich echt ein Blickfänger hier. Da oben wäre das. Ich glaube, der Turm ist überall ein Blickfänger. Kreisel drumherum! Also ich sehe hier keinen Kreisel. Guck mal, wie eng das da alles ist. Ja, also wenn, dann ein Rechteck drumherum. Ein Kreisel sehe ich da wirklich nicht. Das passt nicht. Also so ein schmales Ding und dann einen fetten Kreisel drumherum, wo eh kein Straßenverkehr ist. Da fahren ja die Leute nur hin, um da reinzugehen. Die fahren ja nicht da drumherum irgendwie. Erwolf sagt, die Bürger von Erwolf, wir bitten außerdem in einem offenen Brief, ihre Kaiserin bei ihrem Schloss Neuerwolfstein einen Besuchermagneten zu installieren und eine Straßeninfrastruktur zu ihrem Schloss zu installieren. Für den benötigten Parkplatz haben bereits einige Grundbesitzer ihren Grund abgegeben. Auch ein lokales Busunternehmen würde ein Fahrzeug spenden. Dazu müsste unsere Kaiserin nur eine kleine Buslinie installieren. Okay, das klingt vernünftig. Besuchermagnet. Ich glaube, auch der Peter wollte noch einen Besuchermagnet haben. Ich kann doch nicht mehr schreiben. So. Neu-Erwolfstein. Okay. Gut. Von da hat man eine gute Reichweite. Für den Fernsehempfang, ja. Auf jeden Fall. Die glücklichen Bürger von Peter de la Blumenberg wünschen noch einen Besuchermagnet am Rix, wo 50 rauskommen und 50 reinkommen. Okay, ja, ist vermerkt. Das steht sogar noch auf meiner Liste. Ja. Hält dann die Schmalspur, Bahnverlängerung der Pixellinie. Könnte man machen. Die endet ja gerade hier. Na, aber ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Da sind ein paar viele Klippen irgendwie mit drin und so. Und Bahnhof sehe ich da auch nicht so richtig. Was soll ich machen? Soll ich ein Machtwort sprechen? Ich weiß selbst nicht. Ich habe keinen bevorzugten Platz hier. Deswegen weiß ich. Da sieht man von überall von Honey und Zürich. Ohne Kreisel. Gut, als Kompromiss ohne Kreisel. Weil ja jetzt da noch einige Monumente stehen, können wir auch mal eine Mitfahrt mit der Elfriede von Meuron nach Hohenblumen machen. Das stimmt, das könnten wir machen. Da müssen wir schon hier anfangen, damit wir überhaupt da oben den neuen Turm dann sehen können. Das machen wir gleich. Kann ich mal einen Schluck trinken. Also dann bauen wir den da hin, machen eine Buslinie da hoch, Besuchermagneten. Buslinie. Ich glaube, da machen wir eher so ein Maultierpfad hoch. Und dann kann man da von mir aus ein Maultier-Trekking buchen und dann da hochlaufen. Weil Bus... kriegen wir da, glaube ich, fast schwierig hin. Egal von welcher Seite. Na gut, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg zur Not, kriegen wir das irgendwie da hingequetscht. Also, da bauen wir das Ding da mal hin. Kreisellos. Was? Das sieht blöd aus, das müssen wir abflachen hier. Was ist das Ding so winzig hier? So. Das muss der höchste Punkt hier sein. Okay. Ich glaube, so ist okay. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Von allen Seiten. Hui, je, je. Ah, der ist so hoch, man kann ihn kaum erkennen hier. Wow. Das ist gerade einfach ein optimales Zeitalter hier für die Karte, weil es da nicht ruckelt, aber weil die Städte schon so groß sind und weil mittlerweile schöne Monumente hier stehen. Hallo Skarabäus, schön, dass du reinschaust. Freut mich, dass du da bist. Wir haben gerade schon wieder eine Sehenswürdigkeit platziert. Aus Asien, hier oben. Und die Schmalspurbahn nach Meuron fahren lassen. Nein, das sehe ich nicht. Die kommt ja nicht mehr runter. Die hat sich da hochgeächtzt. Die hat sich da hochgeächtzt und die fährt da nicht mehr runter. Guck dir das so an hier. Das ist ja so richtige, das ist so richtige Klippen hier. Da kommt nichts runter. Bungee-Jumping geht da runter vielleicht. Serpentine, richtig, genau. Ich habe gerade an das Skarabäus gedacht wegen der Serpentinen. Jetzt war da eine kleine Straße hoch. Hier so einen kleinen Feldweg. Jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie, ob das wirklich, das geht überhaupt. Eieiei. Wie war das hier? Wir brauchen jetzt so einen kleinen Parkplatz irgendwie. Ich überlege gerade, wie das aussehen könnte. Wir machen erstmal die Straße. Eieiei. Ein Tunnelchen. Was? Nach oben? Seid ihr verrückt? Das muss nach unten gehen. Und ich... Irgendwie gibt es ja die Möglichkeit, so Galerien zu basteln. Ihr könnt ja diese Galerien... Kein Tunnel, sondern ein Tunnel auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind halt immer so Fenster drin, dass man rausgucken kann aus dem Tunnel. Ich finde sowas so geil. Und irgendwie kann man das basteln mit irgendeiner... Das hat der Skarabäus auch mal gepostet auf Discord, ich weiß es noch. Aber da war ich bisher zu faul für. Das wäre schön hier. Das wäre eigentlich überall schön. Ah. Oh nein. Steil, bergab. Kann man da nicht eine Brücke hinbauen? Das sieht so blöd aus hier. Gib mir eine Brücke, du edles Ding. Oh, aber doch nicht hier. Und da soll ein Bus hochfahren, oder was? Wie soll das denn gehen? Ah, von mir aus. Oder wir müssen da so eine Mauertextur hinmachen, damit es aussieht, als hätte da jemand hingemauert. Damit, also als Untergrund irgendwie. Ja, von mir aus. Oh, da wurde gesprengt. Steil ist's am Berge, liebe Leute. So. Wo willst du hin? In den Mittelpunkt der Erde oder was? So. Noch will da keiner hinbauen, John. Keiner interessiert sich für den neuen Baugrund oder ist vielleicht zu teuer. Wer weiß. So. Okay. Ist gut. Ich würde sagen, ist gut. Ah, wir machen hier so eine kleine Drehschlaufe für den Bus, damit er ja einmal umdrehen kann. Bei uns in Heidelberg gibt es den Königsstuhl. Also Heidelberg liegt auch zwischen zwei Bergen irgendwie. Und auf einem der beiden Berge ist irgendwie ein Märchenparadies, also irgendwie so ein Kinderdings da. Aussichtspunkt, was weiß ich, eine Sesselbahn. Ne, nicht eine Sesselbahn. Eine Seilbahn führt da hoch. Das ist keine Seilbahn. Das ist wie heißt das Ding? Halt so eine. Ach, keine Ahnung, was weiß ich, so ein Zug halt. Der wird da hochgezogen irgendwie. Und da fahren auch Busse hin und da gibt es dann halt so Umdrehdinger. Da fahren die rein und da können die halt. Das ist kein Wendeplatz, sondern halt so eine. Ach, so eine Schleife. Was weiß ich? Ich habe nie behauptet, dass ich sprechen kann. Oh. Was? Oh, das ist aber süß, oder? Und das waren dann die normalen kleinen Bushaltestellen-Dinger dahin. Oh, es ist niedlich. Was? Da geht's nicht. Ja, gut. Okay, und da fährt jetzt ein Bus hin. Von mir aus. Was, Kara? Ist kein Sound? Hm, sonst geht's aber, oder? Der Gen Goat hat gestern auch irgendwie... Ach genau, er hat den Tab gemutet gehabt. Vielleicht liegt es daran.
General Honigblume sagt, also eine riesige Schmalspurbahn wird im Schutzgebiet gebaut, aber der kleine Mini-internationale Airport darf da nicht hin. Sehr unverständlich. So klingt's wie die Bild-Zeitung. Mann. Ja, der Airport ist noch ein Schandfleck. Ich frage mich, warum ihr mich noch nicht geröstet habt wegen der Emissionen. Der Peter hätte lautstark demonstrieren können. Scarabeus auch. Und hier, das ist egal. Die sind da irgendwann später hingezogen. Aber ich bin trotzdem froh, dass er nicht hier oben ist. Ich finde nicht, dass er da hingepasst hätte. Nach wie vor nicht. Andere Seite der Straße. Was? Welche andere Seite der Straße? Hier oben, oder was? Seilbahn geht auch, oder Monorail. Eine Seilbahn. Das wäre was gewesen, liebe Leute, oder? Wenn wir hier eine Seilbahn hingemacht hätten, da oben hin. Ich habe die Mod installiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie geht. Die war relativ kompliziert, glaube ich. Da haben wir mal einen Stream gemacht und saßen die Hälfte des Streams nur an der verknackten Seilbahn dran. Wollt ihr das wirklich, dass ich das mache? Also es würde bestimmt geil aussehen, hier eine Seilbahn hinzumachen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich müsste eigentlich gehen. Ich glaube, die kann solche Unterschiede überwinden, glaube ich. Höhenunterschiede. Keine Galerien, bitte. Was? Warum denn nicht? Das Karabios. Nicht zu steil bauen. Aber ich finde, es ist jetzt okay hier. Passt so. So hat die Straße gestern auf dem Grimselpass auch ausgesehen. Oh, da war ich auch mal. Da hat man so einen tollen Ausblick auf den Gletscher, wenn ich mich recht entsinne. Ganz oben. Statt Serpentin bauen wir den TGW drauf. Ja, der interessiert sich nicht für Serpentin, der fährt einfach geradeaus weiter. Zahnradbahn oder Seilbahn. Ich weiß es. Keine Seilbahn. Es ist halt so ein Zug, der steht auf solchen Gleisen, wird halt hochgezogen. An so Bändern. Die unten sitzen. Ja, die sitzen unter den Gleisen und ziehen den Zug halt irgendwie hoch. Das wird wohl eine Zahnradbahn sein. Ich weiß es aber nicht. Vergessen. Kannst dich hören, okay, das ist ja schon gut. Das Ganze so mit einer neuen Buslinie von Meuron ausbauen. Von Meuron? Du willst nicht? Von Meuron, weiß ich nicht. Da haben wir jetzt überhaupt keine Brücke. Ich hätte das jetzt von dir ausgemacht irgendwie. Aber klar, in Meuron haben wir hier einen Zopf. Müssen wir halt da noch eine Brücke hinbauen. Von mir aus war das doch. Da kriegen die halt auch noch eine Brücke. Blödes Signal. So, was soll das eigentlich gehen? Bahnübergang. Ich sehe schon den Stau kommen. Dann hätten wir halt eigentlich den Weg hier darunter bauen müssen. Eigentlich. Ja, dann machen wir das. Sah eh blöd aus hier. Wollen wir das da nochmal ansetzen? Nein! Das wird auch eine schöne Mitfahrt, glaube ich. Okay. Gut, was auch immer die KI hier draus macht, von mir aus. Gut. Liebe Leute, da haben wir noch einen Platz. Ne, haben wir nicht. 5 Linien sind schon drauf. Dann halt noch eine. Was soll's. Gut, war erst bei dem Besuchermagneten, oder? Warte mal, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob der da wirklich schon drin ist. Also letztes Mal habe ich den mitten in die Stadt gebaut und da sind die Leute einfach reingelaufen. Wir können mal gucken, was passiert. Wir machen da mal die Buslinie und gucken, was passiert. Alles gut? Okay. Die Bushaltestelle immer noch aus. Achso, ja. Ja klar, hast recht. Das stimmt. Marcel, natürlich. Ah, ich hatte halt gedacht, da fährt der Bus hier schön entlang, hält hier an und fährt hier irgendwie weiter. Und hier muss er so scharf ab,
abbiegen irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. Aber hast natürlich recht, dass die Bushaltestelle nach außen gehört. Natürlich. Aber jetzt. So. Boah, was ist da los? Oh! Es sind da zwei auf einer Haltestelle? Da müssen wir aber gleich mal gucken. Das darf ja nicht wahr sein, sowas. Rosenstraße. Wie heißt der Turm? Mir fällt da jetzt nichts ein. Wie heißt der Turm? Das ist die Turmlinie. In Braun. Gibt keine ordentlichen Farben mehr hier. Ja, Tatsache. Terminal 1 ist doppelt belegt. Terminal 2 auch. Warum das denn? Gut, dann gucken wir mal. Die blaue Linie hier. Ach, so ein Elend. Immer sowas hier. Dann legen wir die mal auf die 5. Gut. Den haben wir jetzt da auf der 2. Die lila Linie. Sehe ich das richtig? Ja. Ne, die gelbe Linie. Okay, jetzt haben wir sie alle schön verteilt. Sehr gut. Okay, also packen wir da noch einen Bus ein bisschen drauf. Irgendwas ganz Kleines. Irgendwas Niedliches. Am besten den Bus, wo man oben drauf sitzen kann und so eine schöne Aussicht hat. Gibt's eigentlich diese London-Busse? Diese salzigen Busse, diese roten, ihr kennt die, die oben offen sind, wo man oben drauf sitzen kann. Doppelstock-Bus. Das wäre doch genau richtig für so eine Touri-Tour, oder? Die gibt's bestimmt. Ich habe noch nie danach geschaut. Also das ist Schneider. Wobei die hier, die roten sind auch nicht schlecht. Die haben so ein gewölbtes Dach irgendwie, da kann man auch ganz gut hochgucken. Ja, wir nehmen den. Machen wir halt erstmal nur einen. Turmlinie. So. In Heidelberg fährt die legendäre Linie 5, die über 90 Minuten unterwegs ist. Ja, die Tram, die Straßenbahn fährt über zig Käfer und durch Heidelberg durch. Jeder hasst sie, alle 10 Minuten fährt die da. Die Stadterleiter dürfen sich beschweren, aber der Oberbürgermeister nicht. Du darfst dich auch beschweren. Jeder darf sich beschweren. ja, eine Seilbahn über einen Superbahnfluss. Ja, das wäre schön, vielleicht machen wir das irgendwann noch. Ich glaube für heute eher nicht. Das haben wir ja schon so viel in der Ecke gemacht. Hat Lucida diese Brücke gebaut? Die am Fluss, diese hier? Ja, das ist ein Versuch für den TGW, der irgendwann... Da will ich mich dran erinnern, wo der langführen soll. Oh! Da ist ja jetzt eine Brücke. Das passt ja gar nicht. Da will echt keiner wohnen hier. Unglaublich. Die Seilbahn ist zu aufwendig. Ja, bis ich mich da eingefummelt habe irgendwie... Ich habe das so halbwegs vor Augen, wie es irgendwie geht, aber es ist ein bisschen kompliziert und da sitzt man ewig dran, glaube ich. Im heutigen Let's Play war in Meuron nur ein Terminal belegt. Was, echt? Echt? Ich habe das gestern gemacht, das Let's Play, ich weiß es gar nicht mehr. Postorte würde auch passen. Dieses Gelbe, aber haben wir das noch? Ach, wir haben jetzt bei den Roten. Sollen wir, ich würde mal sagen, wir fahren mal vielleicht eine Runde mit. Ist er das? Nee, ist er nicht. Fährt gerade drauf. Ja, da kommen wir eine Runde Mitfahrt, oder? Und dann gucken wir noch mal eine Mitfahrt hier mit dem Zug. Mit der Elfriede. Oder vielleicht kommt da gerade eine. Da kommt gerade eine. Setzen wir uns mit rein und fahren wir eine Runde mit, würde ich sagen. Da! Da! Sieht das nicht geil aus hier hinten, der Turm? Ich bin begeistert. Sehr schick. Ja, wir fahren mal kurz eine Runde mit. Der Turm zur göttlichen Lucidia. Ja. Was dir aber einfällt, Ray. Gibt's. Ska, du meinst genau die roten Touristenbusse da. Muss ich mir mal aufschreiben, da will ich mal nachschauen. Das. Danke für den Applaus. Wer war das? Ich muss gleich mal gucken. Ich habe gerade wieder hochgescrollt. Genau, das war für so kleine Touristenstrecken auf nach Airwolf, ja. Wie heißt es? Neu. Der Airwolfstein oder wie. Ach, genau, Airwolf.
Da wird es auch ganz gut passen. Die Touri-Busse. So, wo habe ich denn hier meinen Zettel? Ist wieder alles voll hier. Okay. Was war das? Achso. Londoner Busse. Das würde ich mit Sicherheit vergessen. Nee. Ich habe auch gestern im Stream gesagt, in Red Dead Redemption, ich habe irgendwas gesagt, boah, das werde ich heute Abend mit Sicherheit in Wikipedia nachlesen. Und abends lag ich im Bett, hatte das Handy in der Hand und habe mir den Kopf ausgewrungen und, oh scheiße, boom, da oben ist er. Mir fiel nicht mehr ein, was ich nachschauen wollte. Das war ein Mist. Ich musste mir während des Stream Notizen machen, sonst vergesse ich es immer. Das ist schlimm. So, jetzt habe ich echt nicht mehr auf den beknackten Turm geachtet, Mann. Mann. Pferdebahn? Eine Pferdebahn würde auch nach Neu-Erbolstein passen. So barockmäßig irgendwie. Kann man oben das nochmal entwandern? Entwalden? Ja, könnten wir gleich machen. Könnten wir gleich machen. Ich glaube, du musst die Straße für die Johnbrücke bis verlängern. Achso. Ja, kann jetzt passieren, dass mein Raus sich jetzt da breit macht. Aber der John hat es ja so gewollt. Ich sehe bei mir keine Schuld ausnahmsweise. Ah, der Skarabäus hat gejubelt. Okay. Oh. Oh! Da ist er. Ja, der hat was. Er glänzt. Sehr schick. Ja, wir fahren leider an dem ramponierten Tower vorbei. Ich hab leider die Mauer immer noch nicht wieder gefixt. Ja, das sieht geil aus. Das ist einfach cool. Guckt euch das mal an. Links der Tower und rechts der Turm. Sehr geil. Sehr gut. Oh, die bauen da immer noch rein, trotz dieser Kollisionsplatte. Aber nichtsdestotrotz ein sehr geiles Modell. Cool. Und wir sehen... Nee, Moment mal. Ich glaube, wir sehen auch gleich die Notre Dame. Wir fahren, glaube ich, auf der Brücke dran vorbei. Ach, genial. Ich weiß gar nicht, warum ich in den Anerkart bisher so wenig Monumente und sowas gebaut habe. Und ich werde gleich die Straße noch ein bisschen verlängern. Da, bei John. Dann will die da hinbauen. Sehr schön. Da hinten ist sie. Die Notre Dame. Ah, da ist sie. Und Flugzeuge fliegen da. Ach, es ist eine schöne Karte, Mensch. Schön geworden. Ah, da waren Steine. Den Arc de Triomphe. Was vergessen. Wir haben ja eine riesige Dichte an Monumenten, Mensch. Also da lohnt sich wirklich für die Touristen vorbeizuschauen. Da. Hier ist das nicht schick. Link zu Doppelstöcker sind in der Taverne. Dankeschön. Vielen Dank. Werde ich nachher schauen. Schaut euch das an, ist das nicht cool? Oh, die Brücke versinkt halb im Wasser. Sehr schick. Ja, jetzt könnte theoretisch noch das Monument der Undemokratie oder wie heißt es, Parlament der Undemokratie kommen, vom Honigblume. Aber das haben wir noch nicht gebaut und da weiß ich noch nicht, wie wir das machen wollen. Regende Züge, ich glaube, Friede, Liebe. Bisher glaube ich noch nicht. Ja gleich mal gucken. Also ich habe mittlerweile den Unterhalt erhöht bei einigen, aber ich weiß nicht, ob die dabei sind. Das ist aber schön, mal so eine Mitfahrt zu machen einfach. Ich habe das in letzter Zeit wieder viel zu selten gemacht. Sieht doch gar nicht schlecht aus, das Gleisvorfeld hier, oder? Viele Weichen. Ja, schön. Schöne Sachen aus dem Wort, ja. Danke. Mit Absprache der Zuschauer. Der Bürgermeister und der Zuschauer. So, da sind wir. Sehr schön. Kann man vom Hauptbahnhof den Tower sehen. Ah, schwerlich. Man kann es sehen, da ist die Spitze.
Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Man kann es leicht erkennen, wenn man sehr hoch gewachsen ist. Wenn man 3 Meter groß ist, kann man es erkennen. Ja, alles ja, ist ja egal. So, Elfriede, zeig mal her. Madame. 10 Stück. Tatsache, 10 Stück. Applaus für alle hier. Oh, Elfriede kriegt noch keine Liebe jetzt. Wunderbar. Gut, jetzt, da hat es ein paar, oh, freihängende Oberleitung. Echt, Marcel? Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um Marcel. Ich hoffe, ich habe diese ganzen FedEx-Dinger. Kann sein, dass ich neu laden muss, aber das, da hat er letztes Mal schon nachgefragt. Gut, wir gucken mal schnell, wo ich hier Oberleitung habe. Du meinst auf der Brücke da oben, oder was? Also, ich sehe gerade keine. Das hat alles seine Richtigkeit hier. Gut, dann schauen wir mal gerade hier bei den Assets. DHL. Scheiße. Ich habe sie nicht drin. Ich bin mir aber sicher, dass ich die mal gesehen habe irgendwo. Terraform und Atomwasser. Oh, Wasser. Könntest du das vielleicht irgendwo posten? Vielleicht kannst du mir das per PN schicken auf Twitch. Die Mod, da würde ich sie gerade schnell installieren und wir würden nochmal neu starten. Also Spiel laden. Auf meinem Hauptbahnhof. Und solange gucken wir noch nach dem Bus. Wir wollten eine Busmitfahrt machen. Und was war da noch? Achso, das Verlängern. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Mod das war. Am besten, du schickst mir, dann muss ich sie nicht suchen. Genau, schon Straße verlängern, richtig. Ja, jetzt müsste es reichen, da können sie ja hinbauen. Ah, Scarabeus hat's gepostet. Wunderbar, perfekt. Guck ich mal gerade rein. Ach, das sind die Doppelstocks, okay. Das sind die Doppelstocks. Ach, wenn ich sowieso gerade das Spiel gleich neu lade, dann kann ich die auch gerade noch reinholen. Dann hätte man da die richtigen Busse. So, aber erstmal warten wir, bis wir die DHL-Dinger da bekommen von Marcel. Leyland Olympian. Danke dafür. So, wunderbar. Also, Marcel, falls du die hast. DHL-Dinger, dann schick sie mir bitte eben. Da, wo ist jetzt für ein Spiel hin? Entwalden wollen wir noch. Guckt euch das an. Ich musste nicht mal ein Besuchermagnet reinsetzen. Ist das Ding nicht geil? Ich bin so begeistert von diesem Turm. Der gefällt mir richtig gut. Und schon sind einige Leute da. Wir brauchen mehr Busse. Die kommen gleich. Okay, entwalden. Wirklich? Ja. Eigentlich müssten wir ja auch noch ein bisschen den Platz verbessern irgendwie und einen Zaun drumherum machen irgendwie. Oder wenn wir schon da sind, müssen wir das eigentlich machen. So, alles weg. Das ist aber langweilig hier. Komplett. Kein einziger Baum. Und das Lidl-Asset. Ihr überfordert mich gerade. Was? Freihängende Oberleitung waren hier noch irgendwo. Lidl Asset habe ich gerade auch nicht. Das war von Siri, oder? So, wo sind wir jetzt hier gerade? Ach, da. Ach so, ja. Ja. Ja, ach so. Ach so. Das Depot hier. Ich werde so bald alles wieder elektrifizieren müssen. In Kürze. Oh, dann werde ich mich zu Tode ärgern. Oh nein. Weil es so viel Klickarbeit ist. Jetzt ist alles weg. Okay. Da ist der Bus am Tower. Kam der gerade? Jetzt ist er schon auf dem Runterweg hier. Okay. Oh Gott, da ist echt viel los. Wahnsinn. Und eine Raketenbasis. Das meinst du nicht ernst, oder?
So, also Einkaufsläden von Siri. Die wolltest du haben, oder? Die Lidl? Habe ich mir das aufgeschrieben? Bestimmt. Einkaufszentren. Rempf. Die sind auch gut. Okay. Ja, dann lohnt sich das neu zu laden. Okay, jetzt fehlen nur noch von Marcel die DHL-Dinger. Vielleicht finde ich sie auch selber. Da gab es bestimmt eine Mod, die alles auf einmal hat. DHL. DHL-Busse. Ich habe die Mod mal gesehen. Du hast. Oder irgendwer hat dich mal gepostet irgendwo. Huch. Ach, Pantelein. Danke für dein Resub. 4 Monate schon. Ich danke dir. Schön, dass du da bist. Ich habe vorher nicht gedacht bei Dyson Sphere. Ich war nur so doof und habe in die Stream-Benachrichtigung noch das. Ich habe vergessen, die zu aktualisieren und da war noch Red Dead Redemption drin. Das heißt, jeder, der sich für Dyson Sphere interessiert, aber nicht für Red Dead Redemption, hat gedacht, Red Dead Redemption, dabei habe ich Dyson Sphere gespielt. Na, ist egal. Gut. Entwalden, entwalden. Ein Lidl haben wir. Raketenbasis. Peter hat mir eine Flüsternachricht geschickt. Okay, wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel machen, weil sonst haben wir zu viel Zeug hier drin. Oh. Oh Gott, so viele Links! Naja, also das ist John's Port Fever, nicht? Das muss ich mir nachher anschauen. Das werde ich jetzt nicht irgendwo hin entpacken oder sowas. Ich weiß gerade eh nicht in Ordnung. Das schaue ich mir nachher mal an. Vielleicht, wenn ich dran denke. Okay, gut. DHL. Nur kurz für das Abo. Okay, dann schön, dass du da warst auf jeden Fall. Und danke nochmal für das Abo, Pantolin. Man sieht sich. Todernst. Tolle Spaghetti, die deinen Bahnhof versorgen. Was? Spaghetti? Ah, Totti hat's gepostet. Oh, vielen Dank. LKW. Ach, LKW-Warenlager war das. Ah, da steht DHL dran. Ah, okay. Alles klar. Jetzt haben wir's. Gut, das reicht aber jetzt. Jetzt haben wir 3 Mods. Ich werde schon gleich gar nicht mehr wissen, was wir alles hatten. Um Gottes Willen, ey. Was ich aktivieren muss. Komm, geh mal raus hier. Da ist es. Ach ja, Warenlager. Okay. Ich habe auf den ersten Blick nur Trucks gesehen. Ah, ist sogar abonniert. Ist noch nicht aktiviert. Ah, okay. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt. Gibt McDonalds Gebäude. Und das Parkhaus auch gleich neben dem Flughafen. Parkhaus! Richtig, da war irgendwas mit dem Parkhaus. Das habe ich, glaube ich, sogar. Da muss ich kurz gucken. Das habe ich, glaube ich. Irgendein cooles Parkhaus habe ich aktiviert. Ich weiß nicht, wo das findet. Park. Keine Ahnung. Das war so ein chinesisches, meine ich. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es hieß nicht Parkhaus, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe es vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Wir können ja gleich mal gucken. Ich meine, ich habe es abonniert. Oder war das Tankstelle? Auch nicht. Na gut, ich werde das mal speichern. Wir laden mal. Vielleicht habe ich es drin. Bonzi hat gewonnen. Hat sich gewinnen lassen. Ah, gut. Das dauert leider ein bisschen. Mit dem Laden und sowas. Das Mist, dass ich nicht dran gedacht habe. Es tut mir leid. Oder Straßenfahrzeugdepot. Hey, listen! Im Workshop nach Parkhaus suchen. Okay. Nach Parkhaus suchen. Das hatte irgendwie einen komischen Namen, meine ich. Da, UEP 2, neue Tankstelle. Irgendwas mit Tankstelle hieß es. Ich habe es mir halbwegs richtig gemerkt. Es ist abonniert, aber anscheinend habe ich es nicht aktiviert. Okay, müssen wir gleich gucken. Das machen wir dann gleich mit, weil das sieht sehr geil aus. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Da hast du recht. Gut, haben wir jetzt. Dann laden wir mal neu. Hat geklappt, General Honigblume. Ich habe es schon drin. Im Lotto habe ich heute nichts gewonnen. Vielleicht wird es ja noch irgendwann. So, mal gucken, ob die jetzt hoffentlich alle da sind. Sonst muss ich kurz wieder raus. Also, was hatten wir jetzt gerade?
LKW. Waren. Es ist drin. Guck mal, Wasser. Es ist sogar drin. Es ist sogar aktiviert. Die Tankstelle habe ich nicht. Was haben wir gerade noch reingemacht? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ihr überfordert mich. Ach genau, die London-Busse hier. Wie hießen die? London? Nee, weiß ich nicht mehr. Lidl. Genau. Einkaufszentrum war das. Okay. Sehr schön. Und diese London-Busse. Mann, wie sind die? Da. Leyland Olympian. Ach, Gottes Willen. Okay, alles da. Ich würde sagen, ist gut. Drei haben wir jetzt, glaube ich, aktiviert. Ich denke, das reicht. Ich werde das mal neu laden. Parkus ist ein Depot. Ah, okay. Gut, dann laden wir das mal und setzen das ganze Zeug ein. Das wird bestimmt sehr schön. Ich freue mich besonders auf das Parkhaus. Das sieht man bestimmt auch schön vom Zug aus. Das wird super. Ich habe mal gehört bei Lotto, ich habe noch nie selber gespielt, aber ich kenne natürlich Leute, die auch gespielt haben. Und die haben immer, oder die gewinnen eigentlich immer so, dass es gerade so reicht, um das Spielen zu finanzieren. Also sie kriegen immer so drei Zahlen oder irgendwie sowas, oder kriegen sie halt irgendwie so immer wieder mal 30 Euro, mal 100 Euro oder sowas und dann wieder monatelang nichts. Es reicht gerade, um das zu finanzieren, aber sie haben noch nie einen großen Gewinn gehabt. Aber wenn es reicht, um es zu finanzieren, dann ist ja eigentlich gut, oder? Vielleicht doch mal probieren. Let's roll. Ja, das kann ein bisschen dauern. Nicht so lange wie bei Manuel. Da habe ich schon gesehen, dass der einfach wirklich 10 Minuten lädt oder sowas oder noch länger. Und manchmal stürzt es auch ab, wegen seinen ganzen Mods und sowas. Der Manuel, der streamt ja auch, der ist ja manchmal hier. Aber, oh Gott, das dauert ja ewig. Normalerweise sollte das schneller gehen. Schalte alle Mods frei? Nee. Ich will nur die Mods drin haben, die ich auch wirklich benutze. Da sind auch Mods drin aus meiner USA-Karte. Weil ich die so gut fand und weil ich die nicht verlieren will, sozusagen. Aber die will ich auf der Karte nicht unbedingt haben. Ach, guck mal! Die Siri! Jetzt haben wir es doch gerade von dir gehabt. Hallo Siri, schön, dass du reinschaust. Ich habe gerade deine Einkaufsläden aktiviert. Unser Marcel hier wünscht sich das in Zürich. Da soll ein Lidl und sowas hin. Schön, dich mal wieder zu sehen. Wie geht's dir? Freut mich. Den Bahnhof auf Flughafen Le Petit Zürich gemäß dem Vorbild unter den Boden legen. Ihr macht mich fertig. Ja, okay, aber ja, okay, können wir machen. Wobei, du meinst, du musst ja da eine U-Bahn sein. Wir kriegen ja den normalen Bahnhof nicht unter den Boden, oder? Meine ich? Achso, genau, in Sponsolino, du kriegst die Lidl. Marcel kriegt nur DHL. So, wer kriegt das Parkhaus? Ich glaube auch Marcel. Mein Gott. Okay. Wo kommt das Parkhaus hin? Ich glaube, das kommt zu. Das kommt, glaube ich, zu Marcel. Etwas krank. Sonst gut. Ich bin etwas verschwitzt und verklebt. Aber sonst auch gut. Ich habe jetzt. Wann warst du so heiß? Vor ein paar Monaten. Das war auch ein Transfer Fever. Da bin ich so zu Tode geschwitzt irgendwie. Da hatte ich keinen Ventilator hier und jetzt habe ich es besser gewusst. Und jetzt habe ich es seitdem zum ersten Mal wieder im Ventilator hier stehen. Und mit Ventilator geht es ganz gut. Sonst ohne würde ich wahrscheinlich wieder völlig verkleben. In Zürich ein Lidl. Müsste ein Co-op sein. Okay. Es ist auch, glaube ich, kein Lidl. Da steht irgendwas anderes, glaube ich, dran. Zwischen Honigblume und Peter de la Blumenberg. Von was habt ihr es gerade? General Honigblume. Achso. Zwischen Honigblume und... Was? Echt? Ich meine, das war der Marcel, der das haben wollte. Ja, nee. Marcel, letztes Mal zählt nicht. Du warst nicht da. Das zählt nicht. Du willst auch ein Parkhaus? Du kriegst doch schon das Monument der Undemokratie. Das Parlament der Undemokratie. Mein Gott. So, wollten wir hier noch irgendwas machen? Eigentlich wollten wir das ein bisschen verschönern drumherum. Asphalt. Wir ersetzen gerade mal eben den Bus. Da fährt er gerade hoch. Auf der Rückfahrt fahren wir mit, oder? Ne, wir müssen auf der Hinfahrt mitfahren, um den Turm schön zu sehen. So, jetzt hoffe ich mal, dass sie auch da sind. Kann ja sein, dass sie noch gar nicht
Na, ah, 66. Die sind vielleicht durch die freigeschaltet, leider. Schade. Gut, da kommen wir jetzt noch nicht ran. Das hat ja gerade auch Lidl. Parkhaus. Und der Gebäude, wie gesagt. Garage. Also, warte mal, hier sind diese schönen Tankstellen, die finde ich auch super, aber das ist nicht dieses Parkhaus, was ihr meint. Park, ne, wie ist das? Tankstelle. Ich finde es nicht, ich finde es bei den Mods mal hier so blöd, dass man das so ewig lang suchen muss, bis man sie wieder findet, irgendwie. Aber hier ist auch nicht, oder doch? Nee, keine Ahnung, was das ist hier. Kleine Bus-Tram-Haltestelle. Lidl schließt bei uns um 19 Uhr. Okay. Ich hätte gern auch noch ein Parkhaus. Also ich weiß nicht, dreimal das gleiche Parkhaus, das gehört sich eigentlich nicht. Stacheldraht als Zaun, so als Anregung. Gut, wir bauen das hier gerade noch fertig und dann, ich weiß auch nicht, weil ich finde das einfach nicht hier. Das Parkhaus ist ein Depot, oder? Aber stehe ich auf der Leitung? Warte, vielleicht ist es hier mit. Vielleicht ist es hier mit dabei. Eins von denen da. Keine Ahnung. Und dieses Lidl Asset und sowas, Einkaufszentrum. Achso, da ist der Apfel. Genau. Da haben wir. Einkaufszentrum. Aufsteller. Ah! Klauland. Das ist gut. Super. Was haben wir da? Schlabber. Oh Gott! Das kommt von Schlecker. Das gibt's doch schon ewig nicht mehr. Rempf. Da haben wir Lidl. Hier steht auch Rempf drauf. Zufall. Okay, das kommt zu Sponsi. Klauland. Oh, ist so gut. Ach du Scheiße, das ist hier riesig, ey. Genial, sehr schön, wunderbar. Also dann. Parkhaus ist eine Haltestelle, echt? Ist eine Haltestelle. Aber auch als Haltestelle ist es hier nicht drin. Ach so! Das ist wahrscheinlich noch nicht. Ist vom Datum her noch nicht da. Das wird vielleicht erst später kommen, oder? Das könnte sein, dass es jetzt noch nicht da ist. Edeka, ich mag Edeka. Guck mal gleich mal. Gut, diese Truck und Dings, DHL-Dinger sind wahrscheinlich auch noch nicht da. Marcel, musst du dich leider weiter gedulden. Ja, das dauert leider noch ein bisschen. Wir machen das jetzt mal noch eben fertig. Die Busse sind leider auch noch nicht da. Stopp mal, wir wollten eine Runde mitfahren. Kommt der hier irgendwo? Oh Gott, wie viele Leute fahren da mit? Da reicht ein Bus nicht. Kommt gerade an. Ja, fahren wir eine Runde mal mit. Klauland ist klasse, ja. Ab 19:85, alles klar. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt noch hören. Vielleicht gerade wieder ist ein bisschen laut geworden. Hier können wir vielleicht die Position wechseln. Nee. Yes! Voll bis oben hin. Ah, scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Du warst mich krank, ey. Achso, passt. Die sitzen dir fast schon auf den Schoß, dem armen Kerl da. Unglaublich. Was ist ja los? Marcel muss erst mal weinen. Ja, Totti, danke fürs Nachschauen. Das passiert mir immer wieder, dass ich mich zu Tode suche, richtig sauer bin. Und denke mir dann halt nicht, blöde Mod, die funktioniert nicht irgendwie. Und ich denke nicht dran, dass sie noch gar nicht da sein könnte. Ja, Tatsache, H-Kennzeichen. Wobei, das ist wahrscheinlich, das ist ja auch kein deutsches Kennzeichen, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das für Busse sind, von woher die kommen. Ja, da würde ich sagen, kümmern wir uns gleich um Sponsi. Muss bestimmt wieder ein bisschen früher gehen. Da kannst du mir sagen, wo die Läden hin sollen.
Machen wir dann gleich, damit du noch dabei bist. Sonst baue ich dir irgendwo hin, wo du die gar nicht haben willst. Hör mal! Das hat gar nicht funktioniert. Ich bin gerade hier so voll gedröhnt von lauter Zugen und Bissen und sowas. Zugen und Bissen. Soweit ist es schon. Ich hab's gerade kaum gehört, den Schrei. Parkhaus ist ein Depot. Ja, ich habe vorhin schon geschaut, aber das ist halt auch nicht da. Ab 1985. Das ist wieder im Stau. Ja, jetzt nicht mehr. So, schaut auf diesen herrlichen Turm. Göttlicher Turm. Ich hoffe, der Untergrund ist schön felsig, damit er auch lange da steht und nicht abrutscht oder so. Zugen und Wissen ist gut. Oh. Du streamst ja selber. Du kennst es bestimmt, dass man einfach Mist redet. Funktioniert heute irgendwie nicht bei ihr. Ja, ihr müsst halt warten, dass ich durch irgendeinen Gespensterzumpf laufe oder sowas. Dann funktioniert es meistens ganz gut. Aber nicht, wenn ich im Stau stehe. Da bin ich mega entspannt im Stau. Es hat ein Motor abgewirkt, der Trottel. Seht fast so aus. Oh, so süß. Alles Gute. Achtung, du siehst da am Bussteuer. Bitte entfernen Sie alle Bäume und Häuser dank Ihrer Unfallversicherung. Ich sitze nicht am Steuer, das ist der junge Mann hier. So, da sind wir. Wir kaufen auch gleich noch ein paar neue Busse dazu. Die Touristen lieben diesen Turm hier. Sieht aber echt geil aus hier, wirklich ganz toll. Begeistern. So, da sind wir. Alle aussteigen. Wollt mal. Das sieht gold aus, wie die Tür sich öffnet irgendwie. Sehr ungewohnt bei einem Bus. So, da fährt er wieder. Gut. Ach komm, nicht so kleinlich hier. Wow, 4 Busse. Okay, 40 Mann. Wow, das freut mich sehr. Hallo, 40 Leute. Gut, also gucken wir mal bei Bonzi hin. Ich hoffe, sie ist ja da. Bonzi! Bonzi muss sagen, wo die Einkaufsdinger hin sollen. Oh, da ist wieder einiges los hier am Bahnhof. Ja, da muss dringend was hin. Vielleicht direkt hinter dem Bahnhof. Oder vielleicht hier hin. Ich würde sagen, wir machen da einfach mal die ganzen... Keine Ahnung, wir machen das erstmal alles eben und dann packen wir da ein paar Läden drauf. Okay, da, ich glaube, wir gucken mal erstmal, was wir hier alles haben. Also wir haben Klauland. Moment mal, was ist das hier? Zufällig. Oder? Ist das Zufall? Rempf? Klauland. Lidl, gibt's. Oder gibt's das? Klauland, gibt's. Klauland. Ist einfach gut. Ja, du kannst ja natürlich aussuchen, welches du haben willst. Angepasst an die Ortsgröße natürlich. Diese pinke Bushaltestelle sieht aus wie ein Toilettenhaus. Finde ich auch. Ich mag nicht so. Weil unten in den Einstellungen ist eine Liste. Ah, da kann ich direkt aus. Ah! Mein Gott. Du siehst, ich habe mit Assets nicht so viel zu tun, irgendwie immer. So, was haben wir da? Du warte Güte, was hast du da alles reingemacht? Ist da? EDD! Geil. Oh, das ist genial. Schlaffer, Penne, Igel. Ladi. Biertrunker. Tesco. Oh Gott, das ist so gut. Hallo, mal Hype. Herzlich willkommen im Stream. Wo ist Edeka? Da ist er. Ja. Edi. Ja, du musst jetzt das Modell noch angucken, oder? Achso, 2 Logos haben wir da. Fly and Travel. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde die öfters verwenden. Das sieht einfach, das macht einfach die Stadt einfach städtiger. Terrain. Da wird es direkt ans Terrain angepasst. Perfekt. Ah, das ist super. Das machen wir gleich. Wunderbar. Du hattest etwas Langeweile. Ich glaube, das war schon ein bisschen mehr als ein bisschen Langeweile, oder? Da sitzt man doch ewig dran, denke ich mal. Einfach toll. Vielen Dank für diese schöne Mod hier. Ja, wunderbar. Also,
Sponsi hat vorhin gesagt, sie würde gerne EDD haben. EDD. Die Frage, was noch dazu Haustierbedarf? Kaffee. Ein Kaffee vielleicht. Das ist ja wahrscheinlich das kleine Logo hier, das lila, ne? Ich kann mit der Kamera hingucken. Ja, das Gebäude können wir uns mal anschauen. Welches davon? Erste Reihe den dritten und gerne einen EDD. Erste Reihe den dritten, den hier. Eine Riesenfläche. Oh ja, das sieht schon sehr nach Supermarkt aus. Achso, nehmen wir mit mal. Den dritten. Meinst du, mit Zufall? Dann wäre es der hier. Oh, der sieht richtig nach Lidl aus. Haustierbedarf. Einklaufen müsste es eigentlich heißen. John sagt. Oh, Moment mal, das sind Toilettenhäuser. Ich habe gerade wieder überlesen hier. Ich trottel. John sagt, also ich würde sagen, ich brauche auch ein Klauland, da will ich nämlich einkaufen. Einklauen gehen. Dann den zweiten. Okay, alles klar. Okay, jetzt haben wir es. Nur Parkhäuser gibt's. Nanik. Ihr habt eure Spezialsprache hier. Perfide sagt, ich verliere mich in Transportation 2 immer in der Landschaftsgestaltung. Ich käme nie wieder aus den Schulden raus. Kann ich verstehen. Aber du musst einfach Geld verdienen. So wie ich. Oder läuft das alles? So, jetzt ist die Frage, wo machen wir das hin? Ladi lädt sich. Bester Ede. EDD. Also bei uns kann ich es manchmal so, dass man vom Bahnhof aus drauf schauen kann, weil das hinter Bahnhof irgendwie steht. Wir konnten das hier hinmachen und dann eine Straße da hinten entlang. Also sozusagen die Geschäfte einklemmen zwischen Bahnhof und Straße. Ich glich was dir im Mund einfach Werkzeug verhaue. Werkzeug verhaue. Du machst es mir nicht leicht. Okay. Also wenn Sponsi keine Einwände hat oder irgendwas anderes sagen möchte dazu, dann mach das hier hin. Hast du keinen Platz mehr für weitere Gleise? Da ist auch nicht unbedingt angedacht, dass da noch ein Gleis hinkommt. Sponsi hat sich Ziegel gewünscht. Die kommen von hier unten aus diesem Tal. Da wird wir sowieso einen neuen Bahnhof, glaube ich, bauen. Da wird wir gar nicht da reinkommen. Also ich glaube, da kommt nicht wirklich noch ein weiterer Zug hin, glaube ich. Wir können ja pro forma noch ein zweites Gleis hinbauen. Passt nicht! Der Bahnsteig ist schlecht gelegt. Ah, doch, passt. Bin ich begeistert. Machen wir das mal da noch hin. Nur für den Fall, dass da noch irgendwas hinkommt. Da wissen wir, wie weit wir Platz lassen müssen. Bei den großen Gebäuden bitte vor den Boden glätten. Das würde ich, glaube ich, sowieso machen. Neben das Busterminal. Da müssen wir ein paar Wohnhäuser abreißen. Aber das. Ich glaube, ich werde das Busterminal auch abreißen und es gerade hinstellen. Ja, bauen wir das mal. Zack, zack, weg. Hinfort! Oh, das ist noch ein alter Bus. Hat man da bloß eine schöne Bushaltestelle hier? So. Sogar fast rechtwinklig. Wenn ich keinen Knick in der Optik habe, machen wir es dahin. So, und jetzt kommt da der EDD daneben. Da ist er wieder. Da gehört eigentlich auch eine Art von Parkplatz dazwischen, oder? Da müssen wir eigentlich hoffen, dass die KI nicht hinbaut und irgendwie so eine graue Fläche hinmachen. Ohne Parkplatzmarkierung. Gibt bestimmt eine Mod für sowas. Aber ich wüsste gerade nichts. So, also dann machen wir das hier mal kurz ein bisschen glatt. Na, komm her! Upsi. Wieder laufen lassen. Uah, das sieht nicht gut aus hier. So, glatt ist es. Da passt auf jeden Fall ein EDD hin. Wo haben wir ihn? Da ist er. Oh, das wird toll. Ah, super. Bis er das Gras weg war. Das sieht natürlich sehr doof aus jetzt hier. Ah, oh, das ist toll. EDD.
begeistern. Bei den großen, also cool wäre eine Polizeistation und ringsrum pflanzt man Cannabis an. Gut, dass es den Hanf als Pflanze im Spiel gibt. Gibt's das? Echt? Der Vorschuggleise, wenn es Klauland gibt. Ich bin da nicht so zimperlich für die Afrospanne. Okay, alles klar. Du hast ja diese Platten. Ja, die scheinen aber nicht zu funktionieren, oder? Also zumindest, ich habe sie wahrscheinlich falsch eingesetzt. Ich wusste nicht so genau, wie das geht. Oder ich habe einfach nicht alles erwischt. Also da stehen auf jeden Fall Gebäude, die da nicht stehen sollten. Also echt! Da kommt man doch heulen bei sowas hier. Mann! Ah. Ich krieg wieder echt auf. Unser Weltkulturerbe hier. Ja, diese Platten. Wo auch immer die jetzt wieder waren. Da ist die irgendwo. Ja, wir setzen die mal ein bisschen tiefer. Man muss wahrscheinlich einfach überall einen hinsetzen. Dann wird da nichts mehr gebaut vielleicht. Alles voll geplattet hier. Bei dir war das auch gleich noch. Da! Da baut schon einer. Ab in den Knast. Also Glück ist der hier direkt. Die brauchen bloß noch 3 Meter weiter gehen, die Trottel. Ja, keine Ahnung. Also, ob das funktioniert oder nicht, man weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, ich kriege die Dinger nie wieder weg, weil die jetzt im Boden versenkt sind. Noch einer! Ach. Runter mit dir. Ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwas lege. Gut, lass das mal. Da kümmern wir uns jetzt gerade nicht drum. Wir sind ja gerade bei Sponnensee. Wo steckt sie denn? Da hinten. Ach, du modderst aktuell nicht mehr? Ein Update in Arbeit. Okay. Ah, ach, das ist super. Ich weiß gar nicht, was er da noch besser machen wollte. So, wie groß ist das Ding jetzt? Wir machen es ein bisschen größer. So, dann wird alles einfach unterplattet hier. So, ich hoffe, dass da jetzt keiner hinbaut. Gut, und jetzt machen wir das ein bisschen an. Asphalt. Das da. Kann man das nicht drehen? Achso, doch. Rotation. Oh ne, da war auch lieber den Pinsel hier. So. Okay, dann radieren wir den Rest wieder weg. Sieht irgendwie sehr gleichförmig aus, oder? Ich überlege jetzt gerade, ich glaube bei uns, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, ist glaube ich auch so Pflaster. Ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen, die sind so ineinander verkantet, diese Pflastersteine irgendwie. Keine Kopfsteine, sondern irgendwie so verkantet. Sowas haben wir hier aber glaube ich nicht. Die haben diese Hexagonalplatten. Wäre halt schön mit Parkplatzmarkierung irgendwie. Mal schauen, irgendwie, ob es sowas gibt. Asphalt. Ah, das. Ich würde sagen, das sieht okay aus. Ist nicht ganz so gleichförmig. Gut. Sehr schick. Und dann noch einen zweiten Laden daneben, oder wie? Was habe ich vorher noch gelesen? Sehr schön. Und da sagt er, Marcelma, er ist ja die Einkaufsmetropole. Das ist jetzt Sponsi. Gut, raus damit. So. Ich glaube, ich bin begeistert. Passt das? Oh Gott, das sieht wirklich... Oh, da unten ist noch was. Das sieht wirklich gut aus. Wir merken, was das hier war. Das war das. Boah! Sehr schön. Schwebt ein bisschen. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen tiefer bauen müssen, aber ich kann es gerade nicht so genau erkennen. Nee, schwebt nicht. Ach, da ist ein Apfel. Sehr geil.
Bohne und Tee, Kaffee. Jetzt im Jackpot. Sehr gut, wunderbar. Also sieht klasse aus. Ich bin begeistert. Oh Gott, jetzt lese ich das über Lack und Leder. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen will. Müsste noch ein Gleis und Gleisland als Mod Eisenbahnhändler oder als Zugdepot geben. Was Gleisland? Was ist ein Gleisland, John? Gibt Spanselino keine Abrissbirne. Abrissbirne in der Hand, im Hintergrund Wrecking, oh Gott. Wrecking Ball von Miley Cyrus und Christina beginnt mit Abriss. Pff. Ah, Siri, ich wollte aktuell nicht mehr, es war aber ein Update. Achso, das hat man schon. Ich benutze da die Kohliplatte, ja. Parkplätze, was für Weicheier, Schattenparker, Warnduscher und Strafzettelbezahler. Der Pro fährt mit dem Auto an die Kasse. Durch die Scheibe durch, ist egal, mitten durch die Gänge. Mit so einem SUV geht das bestimmt. Die Platte, kann ich auch größer machen. Das hat bei mir nicht gut reingepasst, das hat die ganze Zeit kollidiert. Hallo Erdnusspuffer, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. So viel Privatleben momentan. Ja, ich habe es auf Twitter so ein bisschen verfolgt. Ich war jetzt lange Zeit, monatelang nicht auf Twitter irgendwie, habe da nicht mehr reingeschaut, weil der Account war irgendwie, ach, muss das Passwort eingeben und hab das vergessen oder keine Ahnung. Und hab jetzt mal reingeschaut und war ganz überrascht, was du alles über Privatleben gepostet hast. Freut mich für dich. Erdnusspuffer ist nicht so müde. Samstag, wunderbar. Bei uns sind die mit Asphalt, alles klar. Einladen passt vollkommen, okay. Und wollen wir hier noch irgendeinen Abschluss machen? Das wirkt so komisch. Wollen wir da nicht irgendwie eine Hecke vielleicht oder irgendwie sowas? Oder vielleicht irgendwie so eine Mauer? Wir haben da diese Mauerdinger da. Wo war das denn? Zäune. Hier, wäre sowas was von Sie? Oh, das ist ein bisschen krass. Das wäre was, oder? Oder vielleicht eine Hecke? Ja, nicht, weiß ich nicht. Nicht sowas, sowas. Oh, ah! Das sieht zu gleichförmig aus. Also ich finde, das wird da ganz gut hinpassen. Oh, der Baum muss noch weg. Ups, den habe ich gar nicht gesehen. Da ist ja nicht aufgefallen. Aktuell neuer Job, neuer Freund und Sommerloch. Ja, nächstes Jahr. Ja, einiges zu tun. So, Baum muss da weg. Ja, das stimmt natürlich. War der Baum vorher auch schon da? Ich weiß es gar nicht. Also wenn, dann habe ich ihn komplett ausgeblendet. Ich habe vielleicht so einen blinden Fleck bei Bäumen oder sowas. General Honigblume sagt, bei uns stehen Aldi, Lidl und Rewe an der Hauptstraße kurz vorm Stadtplatz und die stehen alle drei auf so quadratischen Betonplatten in Reihe und Glied ohne Vegetation. Das sieht so hässlich aus. Ja, also ich finde, hier fehlt auch irgendwas. Also es muss eine Mauer hin oder eine Hecke oder sowas. Peter sagt, so, ich mache oft, bei mir hat sich das Video vollkommen aufgehangen. Ist ja nicht schlimm, vielleicht nächsten Samstag wieder. Ich werde mir das Video später anschauen. Das sieht aber weiter so. Dankeschön. Vergiss nicht, mal links durchzuschauen. Den anderen wünsche ich noch einen schönen Rest Samstagabend. Ja, war's gut, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Hecke, Mauer, ist egal. Die struppige, alles klar. Die struppige Hecke. Für Sponsi. Wunderbar. Ich glaube, ich lege die aber auch dann hinten rum. So als Abschluss, dass da keine Räuber herkommen und die ganzen, weiß ich auch nicht. Was gibt's bei Lidl? Also wir sind ja bei Edeka. Was haben wir da? Ja-Sachen, oder? Was ist da denn die Hausmarke? Ist das nicht Ja? Oder war das Real? Ach. Das ist zu knapp! Da muss ein bisschen mehr Platz. Eigentlich müsste doch da hinten dran so eine Zufahrt sein für die LKWs zum Beladen. Aber das gibt's hier nicht. Die sind standardmäßig beladen. So! Ja. Ja. Vielleicht noch sowas hier, dass es eine bessere Ein- und Auffahrt gibt. Das klarer zu machen. Ich glaube, ich kann mich damit ganz gut anfreunden. Oh, ich bin verliebt. Das sieht sehr gut aus. Sehr schick.
Auto-Assets hatte ich mal als. Ich hatte noch Auto-Assets als irgendwann, ich glaube, auf der letzten Karte. Ich glaube, da habe ich aber leider jetzt nicht. Nee. Da habe ich, glaube ich, gesagt, nein, ich werde nichts mehr mit Autos machen. Aber das wird jetzt doch gut passen, wenn die da jetzt noch stehen würden. Ich schreibe es mal auf. Für irgendwann. Wo ist mein blöder Zettel? Da ist er doch. Der war voll Auto-Assets. Alles klar, sehr schön. Gut, gut und günstig ist es. Genau dieses rote Dreieck. Genau, Sponsi. Richtig, genau. Gut und günstig. Sehr hübsch. Also ich bin wirklich begeistert. Danke für die tolle Mod-Siri. Das macht das Leben hier viel schöner. Oh. Oh. Oh nein. Der sieht ja gruselig aus. Dann kriegt die noch ein bisschen Liebe hier spendiert. Waldschrat. Wie sind wir denn da überhaupt? 300 Leute warten. Ja, die können auch einkaufen gehen, die Trottel. Wollen wir noch einen Besuchermagnet reinmachen? Das wäre doch was. Ah, wobei, da werden die... Ah, ich weiß nicht, ob das so geht. Wir gucken erstmal, ob wir da noch so eine Straße hinbauen können. Dieses Ding da. Nee, da ist jetzt diese Kollisionsplatte drunter, deswegen geht das nicht. Oh Mist. Ah, ist ein Mist. Guck dir das mal an hier. Da ist so eine Kante. Die ist mir nicht aufgefallen. Oh, noch ein Besuchermagnet. Besucher. Da ist er. Wir würden es hinbekommen, dass die halt hier über den. Diesen Dings da. Über diese Plattform da herkommen. Die laufen ja, glaube ich, nicht einfach da, wo keine Wege sind. Die wollen ja Wege haben und da habe ich jetzt Mist gebaut, weil da jetzt diese Kollisionsplatte drunter ist. Na, damit irgendwas los ist, kann man da einen hinmachen. Was haltet ihr davon? Die verschwinden dann halt in dem blöden Mast. Na, Stacheldraht und Schützengraben. Das ist die Männerausgabe der Sache. Die Bürger von Sans Ponselin sind der Chefin sehr dankbar für ihren EDD. Ja, ich entschuldige mich bei dir, dass du nie mitbekommen hast, dass ich bei dir irgendwas gemacht habe. Bei dir, du hast ja sehr gelitten bisher. Du hast ja gar nichts mitbekommen bisher. Sehr fesch. Ich hätte den Baum im Gelände vergessen. Achso, gelassen. Ja, da müssen ja die Autos hin. Das passt nicht so gut. Die Posse ist ja, dass ich nie mit meinen eigenen Mods spiele. Schade, weil das sieht wirklich echt aus wie der Edeka auch bei uns. Ich erwähne hier nochmal das Google Sheets und ein Formular für Bürgermeister, um Wünsche zu platzieren. Dort könnte man auch Links zu Mods liefern. Ja, dann wird es wirklich interessant. Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, ich komme so einigermaßen klar. Ich schreibe es mir halt auf irgendwie. Sonst wird es, glaube ich, am Ende zu viel, weil dann wirklich jeder was reinschreiben könnte. Und wenn die Kaiserin immer die Zeit anhält. Du bist doch derjenige, der mich immer daran erinnert, die Zeit anzuhalten. Warst es nicht du? Der hat gerade zu. Und mein Shuttle-Parkplatz für die Besucher ist auch noch nicht da. Shuttle-Parkplatz. Ja, gibt's nicht. Der gibt's erst später. Ja, dann lassen wir das so. Oh. Wir lassen das jetzt so. Der hat zu gerade im Moment. Oder wird umgebaut oder sowas. So. Okay. Wunderbar. Kann man das abhaken? Ich hab's gar nicht aufgeschrieben. So ein Mist. So, Marcel, DHL, Zeugs, UPS, FedEx. Kann man nicht machen. Pixel, Schmalspur habe ich gemacht. Ich muss mal meine Liste in Ordnung bringen hier. John hätte gerne den Oriental TV Tower. Haben wir gemacht. Oh, die Blume ist doch da. Da könnten wir das Parlament der Unfreiheit noch bauen. Macbeth war vorhin auch da. Der wollte Seilbahn haben, aber Seilbahn, na, lieber nicht. Noom ist, glaube ich, nicht da, der wollte das Kolosseum haben, aber wenn er nicht da ist, dann kriegt das jetzt auch nicht. Leandre wünscht sich das Himeji Castle. Bastas Wein, wir könnten auch den Hopfenwein, den wir haben, noch verschönern, aber wenn Basta ist nicht da, deswegen mache ich das eher, schiebe ich das hinten ran. Da habe ich jetzt ein bisschen weitergebaut, das sieht halt immer noch sehr traurig aus. Wobei, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, könnte man da auch so ein Haus hinbauen. Ich habe die Häuser da.
hier diese, diese komischen Hütten für die Berge. Almhütten. Ah, das ist ein bisschen too much irgendwie. Ich hätte mir da gedacht, so ein kleines Gartenhäuschen. Hier ist, sieht sehr nach Schweiz aus hier. Wallis. Hier, ist das eine Weinberghütte hier? Ist auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Ist nicht ganz falsch. Das sieht gerade so lahm aus, ohne alles. Deswegen stelle ich das jetzt da mal hin. So. Das ist einfach noch Autosave. Toll. Wird umgebaut. Da war vorher ein Lidl drin und jetzt ist da ein EDD reingekommen. Deswegen sieht das aus wie ein Lidl-Gebäude. Achso, okay. Ja. Man muss nur eine Story haben, dann passt das schon. Ah, da ist der Weg weg. Richtig, genau. Jetzt eine Parkmarkierung, dann ist es wie heute Vormittag. Ja, das kriegen wir, glaube ich, mit dem Malpinsel hier nicht hin. So eine kleine Parkmarkierung. Ja, ich muss mal danach schauen irgendwie. Nach so einem Parkplatz irgendwie oder nach sowas ganz, ganz dünnem Stift. Man könnte auch die Seilbahn zum Orient TV Tower bauen. Ah, nee. Eine Brauerei für mich ist nicht drin. Hundeblick, sagt perfide. Das hier ist der Hopfenwein von Buster aus Discord. Du kennst ihn. Der hat sich auch Bier gewünscht und Bier gibt es nicht oder ich wusste nicht, wie es geht und deswegen haben wir hier Wein gemacht. Oh. Da fehlt doch der Untergrund, der sieht ja scheiße aus. Das machen wir gerade eben. Und Wein mag er nicht so sehr, deswegen haben wir Hopfenwein gemacht. Und das ist eine Weinart, die sehr nach Bier schmeckt. Ihr könntet euch das teilen. Jeder kriegt anderthalb so Hopfenwein. Wie heißt das? Hopfenweinberge. So. Okay, es ist ja die gleiche Farbe, ich glaube nicht. Ah! Das ist die gleiche Farbe. Weg damit. So, das war das. Wir malen das mal eben an hier. Da müsste man rein theoretisch auch Wege hinmachen und sowas. Muss ein bisschen schöner aussehen. Größer. So. Einmal drüber gematscht. Und am Ende machen wir das einfach weg, was da nicht hingehört. So. Ich habe mir noch angeschaut, wie denn Weinberge tatsächlich aussehen. Die sind völlig chaotisch. Da ist ja ein Streit entbrandet, als wir das hier gemacht haben im Stream. Ob das waagerecht oder senkrecht sein muss. Also eher so, von links nach rechts oder von oben nach unten entlang der Berge. Und ich hatte erst angefangen so und dann war das Geschrei groß. Nein, das muss von oben nach unten. Und dann habe ich das alles wieder weggemacht und dann neu angefangen. Und hinterher geschaut, zumindest bei uns in der Gegend. Heißt ja nicht, dass das guter Wein ist, keine Ahnung. Da ist alles durcheinander. Gibt's beides. Deswegen habe ich das jetzt hier auch so gemacht. Boah. So. Also eigentlich gehört da schon eine Straße hin, liebe Leute. Ich muss eigentlich eine Straße hochziehen. Aus der nächsten Ortschaft. Mehr habe ich aber auch nicht geschaut, also ich habe keine Ahnung. Da müssen wir da irgendwie noch einzäunen oder was weiß ich. Und zwischendurch gehen auch Wege irgendwie quer durch oder irgendwie sowas. So weit habe ich jetzt auch nicht geschaut. So. So. War das das? Ja. Okay. Ich bin immer noch nicht zufrieden damit. Es sieht immer noch sowohl von nahem als auch aus der Ferne irgendwie blöd aus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie müsste man da irgendwas besser machen. Ich muss mir mal genauer anschauen, wie so ein Weinberg aussieht. Ah, Spondy muss jetzt tatsächlich los. Dann hat mich aber gefreut, Spondy, dass du da warst und dass du tatsächlich mal gesehen hast, dass bei dir was gemacht wird. Bisher hast du es immer verpasst. Schön, dass du da warst. Mach's gut und gute Nacht wünsche ich dir. Gutes Durchschlafen. Ein Wir. Genau, ein Wir. Okay, genau. Wo ist die Seilbahn? Da muss ganz viel davon her und immer eine Richtung.
Also rein theoretisch bis bei dir die ganzen Berge voll machen. Also ich langweile mich so, als ich das gemacht habe. Das hat mich so gelangweilt. Das war überhaupt keinen Spaß, dass ich keine Lust habe, das alles zu machen. Also es wäre schon schön, wenn wir alles von hier, alles voll hätten mit Weinbergen irgendwie. Aber ich sehe mich nicht so richtig da. So gelangweilt da zu sitzen. So. Beim Gefängnis angefangen, beim Oriental TV zwischenhalten und dann hoch auf das Hochplateau. Was war das? Seilbahn oder was? Achso, Abstimmung, wer Seilbahn will oder was anderes machen. Also wenn wir Seilbahn anfangen, dann sind wir den restlichen Stream nur mit Seilbahn beschäftigt. Bernhardinerhünd wäre doch eine gute Idee. Weinberganbau aller Lucida. Dann sieht das aus wie eine Weinregion. Ja, also ich würde das gerne haben. Das wäre bestimmt nett, aber das ist so viel Arbeit, so viel Gefitzel und so nervig. Weil man kann es sich auch irgendwie, also nebenbei machen geht nicht, weil man muss ja gucken, dass die Abstände halbwegs stimmen. Und ihr seht schon, dass es hier schon teilweise nicht stimmt. Ich bin da durcheinander gekommen und alles. Ihr könnt mir glauben, es hat mir keinen Spaß gemacht hier. Aber es wäre schön, wenn... Copy-Paste muss ins Spiel. Ja, aber das wird dann auch auffallen, wenn es alles gleich aussieht. Wir müssen jetzt immer so ein bisschen verändern. Gut, dann würde ich sagen, Airwolf ist auch noch da. Können wir auch noch machen. Muss mal kurz in meine Liste reinschauen. Also ist beim Wein gerade stehen geblieben. Meuchel ist nicht da, Airwolf ist halt da. Dann machen wir vielleicht das... Moment mal, Peter ist auch noch da. Peter bekommt noch einen Besuchermagnet hier in sein Rix-Museum. Oh, war das die KI hier? Da wollte ich eigentlich noch eine Art Park hinbauen hier. Wollt ihr das doch machen jetzt hier? Das sieht bestimmt nett aus. Also erst einmal den Besuchermagnet rein. Das ist ja, glaube ich, kein großes Ding hier. So. Passt. Na? So ist, glaube ich, okay. Okay, jetzt haben wir den Commercial und jetzt müssen wir den Residential machen. Ja. Gut, also da haben wir unsere Besucher für das Rix-Museum. Ich würde mich vorher selber noch über ein bestimmtes Gebäude freuen. Welches könnte das denn sein? Ein Lach- und Spaßland wieder. Dixie-Klo. Abstimmung läuft. Oh. Wollt ihr eine Seilbahn? Da bin ich aber jetzt gespannt. Ich würde sagen, ich würde ja eigentlich echt gerne noch einen Park irgendwie hinbauen. Oder zumindest einen Platz oder irgendwas. Ja, da muss sowieso. Ach komm, wir machen immer so ein bisschen Asphalt wenigstens hin. Oder ist Peter weg? Hat er sich vorhin verabschiedet? Kann sein, dass er weg ist. Dann machen wir das Parlament der Undemokratie. Asphalt. Ah! Ja, das sieht gut aus. Ist okay. Da kommen die Leute raus. Sehr gut. Eine Seilbahn. Nein, keine Seilbahn. Da war die vielleicht was anders. Das sage ich jedes Mal, glaube ich. Oh. Was ist mit dieser Wiese hier los? Das sieht aus wie so ein... Keine Ahnung, es ist so ein Burggraben mit lauter Algen drauf. Nicht geil. Wir sind 40 und 7 abgestimmt, das kann nicht sein. Politikverdrossenheit, genau das wird sein. Hallo Henno. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Schön, dass du da bist. Oh, da ist Karabeus. Wie aus ich auch so tropisch warm? Kann ich wenigstens die kurze Hose ablegen? Alige. Ach, Alige, okay. Sehr niedlich. Okay, ich glaube, Peter ist weg. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, er ist weg. Dann machen wir das Parlament der Unfreiheit hier. Ich glaube, wir hatten irgendwie gedacht, das hier hinzumachen. Oh Gott, das ist nicht schön. Hier ist überhaupt nichts mehr los. Da ist der Stau komplett weg. Oh, es ist wieder babyblau geworden, alles wunderbar. Was? Da hoch ist jetzt Stau. Nein! Die spinnen ja wohl.
Das hätte ich nicht gedacht hier. Durch die Vororte zieht sich jetzt der beknackte Stau. Unglaublich. Nur wegen dieser Kreuzung hier. Ja, die wollen alle da runter ins Tal. Zum Lidl fahren oder zum Edeka oder sowas. Ja, da weiß ich jetzt gerade auf Anhieb auch nicht, was wir machen sollen. Es ist halt blöd, dass hier die Busse rüberfahren und es ist blöd, dass es hier weitergeht. Ja, krass. Ist egal. Sollen sie doch die Seilbahn nehmen. Okay, also Parlament der Unfreiheit. Liebe Leute, wir gucken mal, was das ist. Das ist das englische Londoner Dingsparlament hier. Wie heißt es? Westminster? Wo sind die denn? Da, Westminster ist es. Uff. Ja, dann ist da die Stadt weg, wenn ich das dahin baue. Schön wäre es, wenn es irgendwie am Fluss stehen würde. Wegen Tradition oder sowas. Aber das an den Fluss hinzuquetschen. Aber. Oh, also da musst du mir sagen, wo du es haben willst. Da, weil das traue ich mich nicht, das wegzumachen. Alles. Das ist ganz schön groß, dieser Kasten hier. Ein Gebäude mit 30 Schlafzimmern, 55 Badezimmern, 36 Küchen und 14 Wohnzimmern mit 26 Fernsehen. Mit Überwachungskameras. Das kommt ja ungefähr hin. Warte mal, 55 Badezimmern und 30 Schlafzimmer. Was ist los mit den Leuten? Das Haus war bei der Putzfrau im Hintergarten. Sagt man die. Ist das City Skylines? Fragt Nord hier. Ist Transport Fever 2? Das hat Ähnlichkeit mit City Skylines, ist aber ein bisschen anders ausgelegt. Gegen Stau gibt es ein sicheres Mittel. Straßen abreißen, ohne Autos kein Stau. Oder alle Menschen töten, dann haben wir Ruhe. So wie es im Titel steht, genau. Genau. Ja, das teilt sich manchmal das Verkehrschaos. Aber man kann hier leider nicht so gut den Verkehr leiten, so wie in City Skylines. Oder das Parlament bei mir auf der Insel. Du meinst hier. Na, es gehört schon mitten in die Stadt, finde ich. Also, das sage ich eigentlich immer bei jedem Monument. Aber es gehört hier wirklich mitten in die Stadt. Big Ben zum Fluss südlich vom Bahnhof. Aber du siehst, dass hier eine sehr ausgeklügelte Straßenführung ist, die ich nicht abreißen möchte, werde, kann, will. Big Ben, südlichste Fluss. Wer baut so eine Riesenmod, ey? Ich weiß auch nicht. Oder meinst du ganz woanders? Nicht in Bahnhofsnähe, sondern hier vielleicht. Also ich finde, hier wird es auch gehen. Wir müssen halt... Boah. Da müssen wir halt dieses Ding hier alles abreißen. Ist ja nicht so, dass da irgendwie was dagegen sprechen würde. Oh Gott. Diese Trottelbande, bauen die da hoch, ey. Oh Mann. Das sollte eigentlich bloß so ein Zickzack-Fußgängerweg hier sein. Aber ne, wenn die meinen. Sieht bald aus wie City Skylines. Ja, es hat gewisse Merkmale, die daran erinnern. Das stimmt. Kannst du dich kleiner skalieren? Ja, doch schon, aber... Hey, listen! Skalieren. Ja, schon, aber dann passt es am Ende nicht mehr, oder? Also ich denke, so wie es jetzt ist auf 100%, wird es ja... Ich meine, der Ersteller wird sich ja was dabei gedacht haben. Der wird das ja ungefähr so eingepasst haben, dass es passt. Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Ding ist. Ich überlege gerade, im Vergleich zu Notre Dame, im Vergleich zu Hochhäusern und sowas. Ja, ist wahrscheinlich schon ein bisschen groß, oder? Ja, da wird es schon besser passen. Ich denke, so kommt es vielleicht hin. Fragezeichen. Parallel zum Bahnhof, du kannst das Ding verkleinern. Ja, so wird es ganz gut hinpassen, tatsächlich. Big Ben ist links.
Da ist er. Ist da eine Frontseite irgendwie? Ich weiß gerade gar nicht, wie das... Also ich glaube, es steht... Es steht, glaube ich, in London irgendwie so am Fluss, dass, ja, dass der Big Ben zum Fluss zeigt. Das ist, glaube ich, an so einer Brücke hier. Aber keine Ahnung. Ich meine, das, da geht eine Brücke drauf zu irgendwie. Also so irgendwie. Ist auf jeden Fall schön für den Zug, wenn er da ankommt. Der das Bahnhofsgebäude ist ein bisschen im Weg. Das könnte man theoretisch auch wegmachen dann. Weil ich würde vielleicht sagen, dass wir hier eine Straße hinmachen. Oh, noch eine Kreuzung. Dass wir eine Straße irgendwie hinmachen. Und an die Straße kommt dann das Parlament. Also zumindest irgendein Platz muss davor, glaube ich, sein. Auf jeden Fall muss da erstmal viel abgerissen werden. Die Straße kann bleiben. Egal, Honigblumen abreißen, Hauptsache das. Englische Bauten sind grundlegend zu groß. Größer! Der Turm ist sonst mini. Engländer in Frankreich kriegen keinen großen Palast in Frankreich. Oh! Stimmt. Da sind noch alte Rechnungen offen. Die armen Einwohner, die sich eine neue Existenz aufbauen müssen. Ja, die suchen sich da wahrscheinlich einen anderen Ort. Vielleicht kommen sie zu Sponsilino oder sowas. Da gibt es jedenfalls gute Einkaufsgelegenheiten. Also, da reißt er ja erstmal alles ab. Und tschüss. Endlich muss ich mir keinen Gemecker vom Honigblume anhören, weil ich seine Stadt abreiße. Weil er will es jetzt auch haben. So. Reicht das? Nein! Weg! So, jetzt müsste es eigentlich passen. Kollision! Ja, aber dann steht es halt direkt neben dem Güterbahnhof. Das ist auch so ein bisschen arm, oder? Ich überlege gerade, ob wir das Bahnhofsgebäude wegmachen sollen. Und, oder ob wir da noch eine Straße davor machen. Rein stautechnisch wäre es nicht so gut. Hier ist übler Stau und der geht sowieso schon bis hierhin. Oder... So eine kleine Straße. Guten Tag. Katze ist da. Setze dich hin. Oder hier halt irgendwie Platz mit Bänken und sowas. Ich bin da sehr einfallslos. Ich will das ganze Viertel wegmachen und einen Park bauen. Oh, Katze hat den Drucker eingeschaltet. Warum hast du das getan? Sie läuft immer über den Drucker und tapst auf den Einschaltknopf. Huch. Ach, danke. Ach, danke, Siri. Danke für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Oh, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Oh, ich freue mich. Vielen Dank. Okay, was sagt er dazu? Wollen wir noch irgendwas dazwischen machen? Irgendwie so ein bisschen Platz, Park, Bäume, Zeugs. Den Hyde Park. Können wir dazwischen machen. Das Bahnhofsgebäude weg und halt eine Treppe darunter irgendwie. Das wird mir, glaube ich, zusagen. Muss halt ein Stückchen hiervon wegmachen. Der General hat zugestimmt, das Gebäude zu vergrößern, sagt Toddy. Optisch hervorgehoben sogar. Ich sehe das als Zustimmung, seine Stadt zu verkleinern. Aha. Pragmatisch. Egal, Lucida ist sicher. Schließlich weiß nicht mal sie selbst, wo ihr Hauptquartier ist, also wird auch der Mops sie nicht finden. Habe ich ein Hauptquartier? Du hast leider vollkommen recht. Ah, natürlich habe ich eins. In Valence, hier. Eine wunderbare Bruchbude. Hier, wunderschön. Wird mal irgendwo noch größer vielleicht. Also, ich werde das jetzt abreißen. Außer General Honigblume hat irgendwas gesagt. Nein! Hat er nicht gesagt? Miezekatze. Ja, die Katze ist lieb. Jetzt sitzt sie auf meinem Arm drauf. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hyde Park, bitte mit Festival. Au! Die Stones waren da. In den 80ern, in den 60ern irgendwann. Ich habe mir das Konzert mal irgendwann angeschaut. 60 Jahre her. Krass. So, General Honigblume hat nicht geschrien.
Die Stadt wird nicht verkleinert, der Generalissimo bekommt bloß ein größeres Haus. Ach so. Dir ist egal, wo die Untertanen sitzen. Die sollen in ihre Bruchbuden ziehen oder sowas. Hauptsache, dein Haus wird größer. Ich verstehe. Oh, alles weg. Also, da blutet mir schon ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Oh. Ja, Wassermarsch. Wie soll ich das denn mit einer Hand machen? Ach, Katze ist aufgestanden. Oh, nur? Okay. Sie geht wieder. Schwitzt du auch so, Hammer? Sag mal. Danke für den Applaus, fürs Abreisen deiner Stadt. Ja, ich fürchte jetzt, deine Stadt wird langsam nicht mehr mithalten können, größenmäßig. Okay, das wollte ein bisschen größer sein, oder was? Ja, die Ecke muss auch noch weg hier. Sehr schön, weniger Kreuzung. Jetzt. Jetzt passt's hin. Direkt dran. So. Da sitzt der kleine Kasten. Ist zwar ganz nett, dass der Modder hier so ein bisschen schon Garten angegeben hat, aber das sieht halt einfach blöd aus, weil ich glaube, das ist keine Textur aus dem Spiel, meine ich, oder? Sowas gibt's da, glaube ich, nicht. Das ist zu krass. Zu krass. Das ist zu krass. Okay, liebe Leute, so sieht's aus. Ist es schief? Der Mistbau ist schief. Weg mit dem blöden Ding. Schiefe Häuser wollen wir nicht haben. Autosave, super. Jetzt hast du dem Mob gezeigt, wo dein Hauptquartier wohnt. Ja, das stimmt. Ich werde ihn das fürchten lernen. Ich werde mich selbst verteidigen irgendwie. Totti sagt, ich war auch schon dreimal da. Gut, nicht auf der Bühne. Am Hyde Park, also bin ich auch vorbeigelaufen. Also ich war auch schon mal da, irgendwie vor langer Zeit, 1997 oder sowas. Da war aber auch nicht viel los. Da standen nur Leute und haben irgendwas gelabert. Ah, oh, das geht gar nicht richtig parallel. Diese Stadt ist schief, leider. Ah, gut. Straße. Oh, und mal. Ah, ist unterschiedliche Höhe. Ich hätte vorher das Terrain anpassen sollen. Die Straße sieht scheiße aus. Wenn, dann machen wir diese hier mit den Bäumchen dran. Boah, ob wir das auf gleiche Höhe bekommen. Ja, passt. Eine kleine Allee. Und jetzt kann man es auch parallel machen. Wow, genial! Hör mal, was ist das? Zur Not reiße ich da ein Stück Straße wieder ab. Ach komm schon! Okay, dann glätten wir das mal. Da müsste die Straße ja auf jeden Fall passen. Irgendwas ist da komisch über diese Ecke. Das passt nicht ganz. Ja, keine Ahnung, egal. Gut, lass auch mal weiterlaufen hier. Okay, na gut, also... Was? Ah doch, sieht gut aus, würde ich sagen. Da machen wir jetzt auch noch irgendwie schöne Fliesen hin oder sowas, dass es besser aussieht. Pfusch am Bau! Ach, das hat Tradition bei mir. Oh, Legolas ist da. Hallo, Legolas. Ich würde das Parlamentsgebäude parallel zum Fluss bauen, also zwischen dem Bahnhof und der Gitterbrücke. Und dann hinten dran einen schönen Park. Ja, das hat ja nicht gut hingepasst. Ich habe es vorhin schon versucht. Also hat sich der Honigblume so gewünscht. Das ist einfach schade hier, oder? Dass es so grell ist hier. Trink mal was, du Nudel. Hab ich nicht schon? Ich habe vorher schon was getrunken. Ich ertrinke hier noch.
Im Gegenzug wird das Naturschutzgebiet. Ah! Das Ding funktioniert! Ah! Das ist ja der Hammer. Alter, das Ding haut mir den Kopf raus, ey. Mit seiner Glocke. Ich dachte, Alter, was ist los? Ich dachte, es kommt von hinten irgendwie, hinter mir. Wie krass ist das? Ist ja genial. Cool. Die Straße ist schief. Ja, die war etwas klein. Jetzt sieht sie besser aus. Auch mit der Allee und sowas da drauf. Also mit den Bäumchen. Hier ist nicht schief, nur modern. Dafür hat der Diktatore gesagt. Nordtier. Hallo Nordtier. Ist das nicht das Parlamentsgebäude, welchen in Faubien in die Luft gesprengt wurde? Ich weiß es nicht. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich meine, das kommt hin. Westminster. Das ist Westminster. Big Ben und sowas aus London. Das kommt schon hin. Schon wieder! Ich wollte gerade gucken, ob die Zeiger sich bewegen, aber das tun sie nicht. Achso. Also man kann den Ton nicht anpassen, aber man kann die Größe anpassen. Na gut, von mir aus. Sehr schön. Genial. Oh! Wer baut da? Was soll das? Ja, das. Wir wollten sowieso, glaube ich, hier die Gebäude wegmachen. Das mache ich jetzt auch mal. So. Hier ist das so eine kleine Fußgängerstraße. Die muss auch noch weg. So, weg damit. Okay. Henno hat sich überarbeitet. Okay, was hast du gemacht? Was ist los? Hallo Vice Gamer, kennst du Raft? Nein, habe ich noch nicht gespielt. Ich kenn's nur vom Namen her. Hat das was mit dem Spiel zu tun hier? Oder mit dem Parlamentshaus hier? Nordtier, du musst das genau ins Wasser stellen, damit nachts, wenn es beleuchtet ist, sich die Lichter im Wasser spiegeln. Ja, ich möchte auf die Nacht ein bisschen warten hier. Die kommt so schnell nicht. Aber hast recht, das würde toll aussehen. Wenn es Nacht gäbe, würde ich das vielleicht machen. Kleiner Vorteil von City Skylines, dass das sowas gibt. Okay. Spiegelung jetzt nicht. Vorsicht, Holy Blume, viele Diktatoren wurden schon mit Fackeln und Mistgabeln entfernt. Oder mit der Guillotine. Wir sind ja in Frankreich, das hat hier Tradition. Ja, ach du Weiher. Was, weil der Arme zittern, weil ich die zu oft angespannt Knopf drücken? Okay. Und das als Wecker mit voller Lautstärke. Oh, Gottes Willen. Den Boden vor der Hütte bemalen. Ja, wir machen ja doch gleich noch irgendwas. Da muss auf jeden Fall was hin. Wie cool, wenn jedes Mal, wenn jemand aufbegehrt, wird die Glocke geläutet. Wegen dem Gebimmel habe ich jetzt einen Headshot kassiert. Geschieht ja recht. Pah! Das ist ein Spiel. Ja, Raft, ich weiß. Ich weiß noch nicht, auf was du hinaus willst. Ich kenne es nicht so wirklich. So halbwegs. Schon mal von gehört, aber ich hab's nicht gespielt. Es gibt eine Nachtbot. Ja, habe ich schon mal von gesehen, aber sieht das wirklich gut aus? Ist es gut implementiert? Sieht das dann so geil aus wie in City Skylines oder ist es alles dann einfach nur in Dunkel? Oder so. Oh Gott. 505 Leute warten da. Gut, also da guckt mal, das ist ein bisschen schöner hier. Die sollte eigentlich auch nicht bauen dürfen. Schon gar keine Industrie, boah, die spinnen ja wohl wieder. Wir legen aber diese ganze Kollisionsdinger dahin. Und wir machen eine Straße darüber. Wo hat der Laden seinen Eingang hier? Ist da kein Eingang? Ist da kein Haupteingang hier? Das ist der Haupteingang hier. Ist aber nicht so einladend hier. Blödes Ding. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo wir da einen Besuchermagnet hinmachen sollten. Wobei, vielleicht will ja der Honigblume auch keine Besucher haben. Kann ja sein. Okay, wir bauen erstmal eine Treppe dahin. Oder sogar zwei. So. Gehst du mal da weg? Die sind unmöglich.
Na. Das müssen wir noch kurz ein bisschen anpassen hier. Okay. Gut. Okay, also da können jetzt die Leute theoretisch rüberlaufen. Jetzt müssen sie nur noch daran hindern, dass sie da bauen. Diese Trottel! Ach Gott, wo ist es denn hier? Okay, machen wir das mal ein bisschen größer. Da geht's schon wieder los. Ihr spinnt doch. Nein, aus jetzt. So, ich hoffe, dass wir da jetzt noch Bäume oder so drauf machen können. Sonst wird das kein schöner Park. Oh Gott! Was, wenn wir da keine Bäume mehr hinmachen können? Mit Hecken haben wir ja schon was gemacht. Das geht. Okay, dann ist ja gut. Dann bin ich zufrieden. Hoffe, dass diese Mod schön funktioniert. Na? Die würden uns auch in diese kleinen Wege daran bauen. Wir kennen sie ja, die KI-Typen. Na ja, gut, da ist es blöd, weil das hier so abschüssig ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich das ganz tief nach unten setze. Ich weiß es nicht. Also welche Höhe das sozusagen funktioniert oder welche Tiefe. Ach, Autosave. Die Tram verursacht ganz schön Stau. Ja, ich habe mich hier noch nicht drum gekümmert, um diese Kreuzung. Da müssen wir, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das müssten wir eigentlich machen. Das sind halt Linksabbieger hier. Das ist echt, ich weiß nicht, ne, warte mal. Zwei Linksabbieger. Ach nee. Ah nee, das ist nur einmal. Das ist diese hier. Ja, irgendwie müssen wir das anders machen. Vielleicht, wenn wir gerade schon mal da gucken, wir könnten die vielleicht über die Brücke schicken. Boah, das ist die Katze. Die ist hier rumgelaufen und hat so eine Wolke aus Fell irgendwie in der sich hergezogen. So rumfliegende Katzenhaare irgendwie. Das ist hier mal in der Nase drin. Ah! Ja. Aber tatsächlich könnten wir wirklich die Straßenbahn von dieser Straße runternehmen. Und hier hinten drauf schicken. Das machen wir gleich. Dann haben wir vielleicht den Stau weg. Es wird wirklich Zeit für die Guillotine. Aber es ist wirklich Lust, ständig gegen die Uhr geschleudert zu werden. Du meine Güte, was ist da los für euch? Hast du auch diese frei platzierbaren Leute? Nee, dieses Tropical Asset da. Oder vielleicht doch? Ich finde es halt ein bisschen lahm, wenn die einfach nur da rumstehen und sich nicht bewegen. Tropical. Ich habe die auf jeden Fall abonniert, die Mod, aber ich habe sie vielleicht nicht aktiviert. Weiß ich nicht. Ah! Da guckt diese blöde Platte raus. Da, ganz leicht in Gelb sieht man's. Ach, da laufen sogar Leute. Ja, super. Geil. Die kommen ja direkt aus dem Bahnsteig raus. Meine Güte. Da verlieben wir doch unsere Vierbeine auf jeden Fall, Marcel, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, jedes Mal, ich weiß, ich sag immer wieder zu mir selber und zu allen Leuten, meine Katze ist 12 Jahre alt und irgendwie jeden Tag liebe ich sie noch ein bisschen mehr. Die werden jeden Tag einfach noch süßer irgendwie. Ja. Ich erkläre dir bei Gelegenheit aber das Konzept einer Monarchie. Da geht's los. Da muss er die Platte nochmal nachsetzen. Na. Ja. Kollision. Also da ist anscheinend schon eine drunter. Und die haben sich trotzdem dahin gesetzt.
Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es funktioniert. Wie wollen wir das jetzt hier machen, liebe Leute? Was wollen wir daraus Schönes machen? Vielleicht. Oh Gott, ey. Überall diese Katzenhaare. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir hier so einen Pflasterweg hinmachen. Hier so Pflasterweg irgendwie rüber, hier so Pflasterweg irgendwie rüber, Hecken daneben und hier halt einfach so einen grünen Bereich mit Bäumen oder sowas. Wäre das was? Ich glaube, ich mache das mal einfach. Oh, ich sterbe hier mit Katzenhaaren. Jetzt ist sie wieder schlafen gegangen. Wo leben die Linksabbieger? Dieses üble Benehmen muss aufhören. Ich hasse Linksabbieger. Du könntest auch einen Tunnel unter dem Parlament bauen. Dann? Wir machen das, bevor wir den Park anfangen, machen wir das mal kurz mit der Straßenbahn. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil die ist einfach Mist hier. Da können wir schon danach gucken, ob das was bringt. Nachdem der Park fertig ist. So, machen wir erstmal hier die Straßen. Bahndinger. Ach, das ist schon alles. Ist schon alles vorbereitet. Ach, unglaublich. Ja, fahren wir einfach entlang oder abseits der Hauptstraße bis rum. Das wird super. So, halten die hier an. Das ist die Korallenfarben, ne? Die hält da tatsächlich an. Ja, da muss ich stattdessen. Lohnt sich das? Muss ich stattdessen hier anhalten? Wir machen das jetzt weiter weg. Geht fort! So, 6. Okay, das passt jetzt gerade nicht so gut. Müssen wir da neue Haltestellen nehmen? Dahin. Ich hoffe, das wird keinen neuen Stau verursachen hier. So, 5 und 8 weg. Was macht die da? Fährt komische Linien hier. Aha! Guck mal, irgendwie ist die 7 verschwunden. Ah! Oh! Ich hab Mist gebaut. 4. Jetzt bin ich komplett verwirrt. 5, 6, 7. 8. 9, 10. Jetzt passt's. Und jetzt gibt's hier keine so ekelhaften Linksabbieger mehr. Was ist mit dem hier? Da ist noch ein Linksabbieger. LKWs. Diese Elendsvögel hier. Oh Gott. Es wurde wieder jemand gegen die Uhr geschleudert. Und gleich wird wieder jemand geschleudert. Es ist gleich wieder Zeit. Diese bestellten Demonstranten. Elendes Gesindel. Peasants. Mann hat vorhin neben meinen Füßen auf dem Sofa geschnarcht. Der Mann ist sowieso so ein Fußfetischist. Das ist unglaublich. Der kommt da daher und schmiegt sich an. Manchmal beißt er da rein. Das ist strange, dieses Tier. Ein Werkzeugladen, bitte. Ich weiß jetzt, warum er den Tower sprengen sollte. Schon genervt oder was von der Glocke? Ich hätte gerne jemanden, der etwas edler gekleidet ist und hinten beim Big Ben in seinem Privatpark sitzt und Soldaten, die ihn beschützen. Sonst noch was? Ja, was war denn mit diesem blöden Park hier? Ich glaube, du hast deine Leute nicht unter Kontrolle in Honigblume. Guck mal, wie die da reinbauen. Gut, wir machen das mal zu hier. Von wegen! Da wird nicht gebaut. Ich spinne ja wohl. So. Okay, da baut keiner mehr. Irgendwie sehen die Straßen komisch aus. Die machen wir gerade mal eben schicker. Passen das mal ein bisschen an. So.
Ja, ich wollte mal gerade schauen, wie das, ob sich das hier anmalen lässt. Ich glaube, es geht nicht. Nee. Auch nicht mit Shift. Ich mach gerade mit Shift. Geht leider nicht. Ja, da frage ich mich echt, warum der hier so eine Textur genommen hat. Der Modder. Sieht wirklich ein bisschen unschön aus. Oh. Ich wurde umarmt. Von allen. Gottes Willen. Perfide schreibt. Oh, die Blume. Wäre es nicht besser im Gebäude, jemanden zu haben, der aus dem Fenster schreibt, das gibt jetzt eine Anzeige. Das wäre sehr deutsch. An der Kreuzungberg gibt es total viele Linksabbieger. Diese hier, ja, ich weiß, ich weiß. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Es gibt halt in der Stadt so viele Möglichkeiten, wo sie links abbiegen könnten und irgendwo werden sie es tun. Aber solange sie die linke Spur nutzen, ist ja in Ordnung. Da können die ja rechts vorbeifahren. Weil in der anderen Richtung ist ja kein Stau, das macht ihnen ja gar nichts aus. Also ich glaube, wir haben schon ein bisschen was erreicht hier. Ah! Hier, der Stau. Ich glaube, der ging vorhin bis hier drüben. Und jetzt ist er schon halb weg. Ein Drittel ist jetzt weg. Gut. Okay, liebe Leute, wir müssen uns leider den Glockenton noch ein bisschen zu Gemüte führen. Und ich mache jetzt hier mal das mit den, was ich vorhin gesagt habe, mit den Kieswegen da. Die Flasche mal lieber weg. Kies. Oh. So. Sowas. Ist es zu breit? Ja, da kommen noch Hecken daneben, das sieht ein bisschen besser aus. Ah nee, das muss so breit sein. Ich meine, wir gehen ja schließlich auf das Parlamentsgebäude zu. Das muss so. So, wunderbar. Oh, achso, wir sind im Autosave. Eben mal dieser Autosave, Mann. Schon wieder Battle Royale. Ah, wir kommen zurück, Hanno. Sprengt das Mistding endlich. Diese Lärmbelästigung. Ich bin echt froh, mein Headset, aber das Gebimmel schnallert mir jedes Mal das Hirn an die Wand. Ja. Kann man die Glocke nicht abschalten? Nein, ich habe schon geschaut, das geht nicht. Wir werden uns aber nicht so ewig lang hier aufhalten. Ich werde jetzt hier noch Hecken hinmachen oder so. Ja. Wo waren die? Oder Zäune? Wie waren die, diese buschigen? So. Ach. Ja, das bimmelt vielleicht ein bisschen oft. Oh, guck gleich das mal an, das sieht richtig gut aus. Ich mache hier noch laute Bäume rein. Hör mal auf jetzt, blöde Hecke. Ja, das kann ich mir gut vorstellen hier. Ha! Da läuft zwar keiner lang. Ist egal. Ach, guck mal, das snappt hier. So. Das sieht doch wirklich gut aus, oder? Ich bin begeistert. Es ist nur so kacke, dass wir das hier mal abwählen muss. Ah, so. Ich glaube, eine Glocke müssen wir uns noch antun. Okay. Wenn wir es jetzt richtig toll machen könnt, wollte, dann müsste man hier noch so ein bisschen ein Rund aussparen, dass wir einen Brunnen oder sowas draufbauen. Aber ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein, wegen der Glocken. Bäumchen, da haben wir sie doch. Ich packe noch mal ein paar Bäume rein. Uiuiui. Das ist der Hyde Park, da kann man sich gut verstecken.
Jo. Jo, ich würde sagen, das haben wir gut hinbekommen. Sieht ein bisschen verwildert aus, aber es ist ja auch London. Oder Honigblume von mir aus. Ach komm schon, setz da einen beknackten Baum hin, du. Ah. Einzeln. Kollision, achso, da ist die Platte drunter oder sowas. So, liebe Leute, was sagt ihr? Ist gut? Oh, du Elend. So. Okay, ich bin sehr zufrieden. Gefällt mir gut. Ich schaue gerade dauernd, ob wer an der Haustür ist, weil die genauso läutet. Echt? Du hast eine Big Ben-Haustür, ist ja krass. Darf ich die Personenmod auf Discord schicken? Ja klar, schicken sie. Ein befriedigendes Geräusch. Für gerade Linien auf dem Monitor einfach ein Lineal neben die Maus und die Maus daran unten ziehen. Geheimtipp vom technischen Maler. Oh, ist gar nicht so doof. Das ist eine gute Idee. Man muss sich nur zu helfen wissen. Analog und digital gleichzeitig. So, man kann ja auch die Linie mit Edding auf dem Bildschirm vorzeigen. Auch eine gute Idee. Aber Edding kann man nicht radieren. Machen wir lieber mit einem Bleistift, oder? So, Skarabäus sagt, die Glocke wurde immer geläutet, wenn ein widerspenstiger Bürgermeister gehängt wurde. Und sind bald keine mehr da. Dann hängt aber die Honigblumen sehr oft, oder sind sie zu doof zum Hängen? Nein, Skara, ich habe doch schon festgelegt, wann die Glocke geläutet wird. Ich find's hübsch. Dankeschön. Okay, liebe Leute, das ist schön. Da oben haben wir noch eine Ampel. Der Stau wird deutlich weniger, also eindeutig. Er ist fast weg. Das war die verdammte Straßenbahn, die den ganzen Mist hier gebaut hat. Sehr gut. Kicher. Ja. Sehr schick. Hier ist jetzt ein bisschen Graszeug oder vielleicht noch eine. Da machen wir so einen Zaun hin, liebe Leute. Da machen wir so einen Zaun hin. Englische Mauer. Falls die da hinpasst. Da fällt dieser Gras. Dieses Gras vielleicht nicht so auf. Ja, es passt. Es passt aber von den Steinen her nicht so gut dazu. Was hier vielleicht. Ja, weiß ich. Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht, es passt, also passt farblich irgendwie nicht so. Und ich vielleicht auch vom. Ah! Wir gehen jetzt. Das war minus eins erschreckt. John. Gut, wir gehen jetzt weg und ich hoffe, dass wir das nicht auf der ganzen Karte hören, weil sonst müsste das leider abreißen. Ich muss das Boot abkönnen. Ja, das müssen wir abkönnen. Ich will nicht, oh Gott, ich will nicht im ganzen Spiel, auf der ganzen Karte hier, alle 3 Minuten hier diese Glocke hören. Schrecklich. Wie stark ist das Schutzgebiet schon besiedelt? Das hier. Get to the chopper! Ah, Hilfe. Stacheldraht, gute Idee. Wie heißt es da? NATO-Stacheldraht oder sowas? Ja, hier, da geht's los. Ach du Scheiße, ey. Voll und immer voller hier. Ja, da geht's los. John hatte recht hier, was hinzubauen. Die wollen ja wirklich ein Siedeln irgendwann. Oh, wunderbar. Marcel sagt, nein, ich wollte für Soundabwechslung sorgen und muss mit Schrecken feststellen, dass die Kaiserin ein Limit gesetzt hat. Wie oft ein Zuschauer sie erschrecken darf. Ja, ich habe ja keine Lust, einen Herzinfarkt zu bekommen am Ende. Und jetzt bitte die Seilbahn. Oh Gott, das werden wir aber nicht mehr schaffen heute. Das reicht, glaube ich, nicht. Aber wir gucken, was sonst da offen ist. Ansonsten mal noch ein bisschen Stau. In Valence vielleicht. Wobei, es gibt, glaube ich, auch noch mehr Staustrecken hier. Oh, ist alles weg. Schade. Da oben hätten wir noch. Die Stadt ist riesig geworden hier. Kein Stau mehr. Außer die üblichen Verdächtigen hier. Da kriege ich es einfach nicht weg. Ja, die wollen alle abbiegen hier. Nach rechts.
Nach rechts. Ich mach gleich. Ich überlege gerade, wir machen hier gerade mal kurz auf vierspurig. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder habe ich das schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Weil das Blöde ist, weiß auch nicht, dass die Trottel hier die rechte Spur benutzen. Und die könnten ja die hier nutzen. Sollte die Trottel einfach in der Mitte fahren und dann geradeaus weiterfahren, dann wird es überhaupt kein Problem geben. Aber nein, das war diese Trottel nicht. Also, machen wir das auf vierspurig. Sieht scheiße aus. Ich glaube, da war mal ein Feld hier. Ja, jetzt fahren sie hier in der Mitte. Oh. Sie machen genau das, was sie sollen. Oh, was ist mit diesen Fußgängern hier? Guckt euch das an. Sie machen, was sie sollen. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass die was machen, was sie sollen. Das ist ja unglaublich. Wehe, das wird abgerissen. Dann gibt's Dauerschandeglocke. Mit nicht vorhandenen Glocken. Okay. Weil, ja, also, ja, gucken wir mal. Aber es ist durchaus nett. Wir gucken jetzt mal gerade aus Sicht der Elfriede. Wir sind ja vorher schon wieder mitgefahren. Oh, guck mal aus der Sicht von der Dörte. Oh! Guckt euch das an! Das ist ja der Oberhammer, wie das aussieht. Definitiv sehr, sehr geil. Nice. Oh! Ich bin ganz verliebt in das Parlament der Undemokratie. Ja, sitzt gut da. Bonimu, sieht toll aus. Ganz toll. Ich glaube, die Honigblumen-Metropole ist immer noch am größten. Ja, wenn man alles zusammenrechnet, wahrscheinlich schon. Vor allem ist sie am chaotischsten hier, weil die so geil am Fluss gelegen ist und alles so ineinander geht. Und die hier, die bauen halt einfach Schachbrett. Mitten in den Berg rein, ist denen komplett egal. Also, ja, ich finde, diese Metropole entwickelt sich nett, aber irgendwie hat sie nicht so meine Sympathie. John sagt, die Auffahrt vielleicht anders. Ja, das Problem ist halt, es war ja eine sechsspurige Straße und da, das muss ja fast rechtwinklig sein. Es geht ja nicht so um einen spitzen Winkel. Und deswegen ist es leider so. Vielleicht wird es jetzt besser gehen, ich könnte es ja mal probieren. Aber ich traue mich fast nicht, das hier nochmal zu ändern, weil vielleicht fahren sie dann anders. Sehr schick, jawohl, gut. Nice, sagt Erdnuss. Sowas kann nur der Generalissimo Monsignore Diktatore Honigblume. Tata, so, gut. Und ich bin sehr erfreut, dass die alle nur rechts abbiegen. Was macht der hier? Die Silvia fährt wieder falsch. Es könnte sein, dass es jetzt hier spitzer geht. Wollen wir es mal probieren? Ich werde das speichern. Wenn ich mich aufrege, dann muss ich halt später das nochmal neu laden. So, das ist gespeichert. Ich habe die Mod getestet. Ja, ich habe die mir auch mal angeschaut, Macbeth. Mir gefällt es so extrem nicht, dass da die Fahrstreifen, die, wie heißen die? Markierungsstreifen halt fehlen. Also sieht ganz nett aus, aber ich finde es, ich hatte die auch mal ausprobiert bei mir, vor Monaten schon mal, ich kannte die schon. Das sieht halt einfach aus wie eine riesige Betonfläche. Ich finde das einfach voll hässlich irgendwie. Also die Mod macht wahrscheinlich genau das, was es soll. Aber es sieht halt an der Stelle einfach so blöd aus. Aber... Ich weiß gar nicht, habe ich die Autobahn-Mod? Ich habe sie, glaube ich, gerade nicht. Die ich sonst immer benutze, in den letzten Let's Play-Staffeln, die hat auch solche Dinger für Auffahrten. Die wäre da vielleicht ganz richtig. Ich schreibe mir das mal auf. An so einer Stelle. Also die kann das wirklich gut, sowas. Ja, ich werde es mal hier probieren, ob wir das noch ein bisschen anders hinbekommen. So, wo sind wir denn hier? Ach. Aha. Ja.
Nein. Ja. Mal gucken, was daraus wird. Es ist vielleicht 1% besser geworden. Da gehören Fußgängerunterführungen hin. Ja. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie es geht. Ich habe eine Mod gesehen mit Fußgängerüberführung. Ich glaube, von Joe Freed war die. Diese Treppenmod da. Eine Unterführung wäre nicht schlecht. Oder die Überführung, ist mir egal. Ich hatte nur den Eindruck, dass das bloß ein Asset ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe sie nicht ausprobiert. Da gibt es so eine Brückenmod, da kann man eben Brücken in die Landschaft stellen und die gehen über eine Straße rüber. Basiert auf dem niederländischen Bahnhof. Und ich meine, da stand was dabei, dass es bloß ein Asset ist. Und das hilft uns ja da nicht. Ich kann die Fahrbahnmarkierung hinzufügen. Echt? Du meinst, oder kann die, das geht, man kann das konfigurieren dann? Aha, was wäre da was? Muss ich mal schauen. Wäre die KI nicht so deffert, dann würden die bestimmt etwas mehr hupen. Da bildet sich kein Stau. Deutsches Prinzip. Also im Vergleich zu Italien, wo Dauergruppe ist, finde ich Deutschland eigentlich gar nicht so schlimm mit dem Hupen. Demokraten bauen Flughafen BER oder S21. Ja, stimmt. Oh, Legolas hat was gesagt. Und auf dem Stück nach der Auffahrt, die besser... Was? Moment mal. Und wenn du auf dem Stück nach der Auffahrt, die besser wegmachst... Wie meinst du? Achso, was wegmacht? Die Bushaltestelle? Oder was? Ich denke, das ist okay so, weil jetzt kommen die sich nicht mehr so sehr an die Quere, aber sie sind ja trotzdem zu langsam. Fußgängerweg unter der Straße durch. Das müssen wir probieren. Ich habe das, um ehrlich zu sein, noch gar nicht probiert. Theoretisch müsste damit ja auch Tunnel machen können. Ja. Oh! Das geht. Das hat nur nicht so optimal, weil das halt so ein langer Weg dann hier wird. Weil wenn die hier an der Bushaltestelle stehen, dann müssen die erst da nach hinten und dann runter und dann da durch irgendwie. Aber die würden das, glaube ich, laufen. Wir können es auf jeden Fall mal probieren. Warum nicht? Für jetzt den Moment kann man das mal machen. So. Eieiei. Vor allem, weil die gerade so weit oben sind. Das war so. Aber das hilft ja nichts, weil die würde ja trotzdem hier drüber laufen, weil der Weg einfach kürzer ist. Ja, ist scheiße. Kann ich die irgendwie daran hindern, dass die hier rübergehen? Es hilft ja alles nichts. Ich weiß nicht, ob das schon reicht für einen Tunnel hier. Nee, das reicht nicht. Es ist so einfach, hier mit diesem Ding da rumzugehen, weil man es einfach löschen kann. Ich lasse es mal, weil die würden das nicht nutzen. Mit einer Extra-Mod. Hi, Kante! Hi, schön, dass du reinschaust. Ich schlag mich gerade hier mit den blöden Fußgängern rum, die ja nicht rüberlaufen sollten. Du kennst die Unterführung... Also du kannst die Unterführung neben den Bahngleisen unter der Brücke lang führen, anstatt mit einem Tunnel. Das geht auch, aber sie würden es trotzdem nicht benutzen, weil es... Ach so! Doch klar würden sie es benutzen, sicher, wenn wir das hier gar nicht mehr anschließen. Ja klar, hast recht. Hast recht, das sieht bestimmt auch ganz gut aus. So. Weg damit. Kante, wir haben gerade tolle, tolle Monumente gebaut. Die muss ich dir gleich bestimmt mal zeigen, wenn wir noch... Wenn du dann noch da bist. Tolle Sachen haben wir gemacht hier. So. Gehen wir da durch. Das ist eine gute Idee, hier unten drunter durch. Das hat was. Das gefällt mir, glaube ich. Ich hoffe, die Brücke lässt das zu. Urks. Okay, das will er nicht. Da sieht man auch gar nichts.
So. Mal gucken, ob das geht hier. Er macht's! Er macht's! Unglaublich. Ich weiß nicht, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie eine Hecke oder sowas daneben machen. Nicht, dass die Leute da in die Gleise reinspringen. Irgendwelche Trottel würden das bestimmt machen. Ah! Ich bin äußerst begeistert. Sieht das gut aus hier? Oh. Das ist sehr schick geworden. Oh! Ja, das ist schön. Und für die Fußgänger muss es ja eigentlich noch reichen. Die laufen das ja. Ah, Denkfehler, liebe Leute. Natürlich müssen die ja auch an diese Bushaltestelle ran. Die müssen auch an diese Bushaltestelle ran. Das heißt, wir müssen hier noch einen Weg hoch machen. Aber dann würden sie wieder über die Straße laufen wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich kürzer, wenn sie so darüber da und dann darunter laufen, als wenn sie hinten diesen Weg da machen. Ja, die müssen ja leider über die Straße, das ist doch scheiße. Schade. Ausprobieren. Bei der Brücke durch. Klar bin ich da. Ja, Legolas, ich hab's gerade erkannt. Ich hab's gerade erkannt. Denkfehler gehabt. Morgen ist Landwirtschaftssimulator 19 im Stream. Ich habe jetzt schon Angst. Du kannst auf den Weg auf der kürzeren Seite auch verlängern, indem du nicht. Ja, ich weiß nicht den direkten Weg. So ein bisschen Zickzack machen, um die zu nerven. Oh, da laufen einige. Wir müssen beobachten, vielleicht funktioniert es ja auch so. Ist die Haltestelle mit dem Bahnhof verbunden? Ja, das passt. Das passt. So, da zeigen wir doch eine Kante gerade mal, was wir gemacht haben hier heute. Oh, tolle Sachen. So, hier haben wir einen Fernsehturm, damit die Leute gut Empfang haben hier. Das ist der Oriental Pearl TV Tower aus Shanghai oder so. Aus meiner Elfriede sieht es besser aus. Wo ist denn die Elfriede gerade? Da hinten fährt eine. Da ist der Bernd. Also von unten sieht es toll aus. Ein schickes Ding. Fliegen wir gerade mal entlang. Was haben wir noch gemacht? Irgend so ein unwichtiges Haus irgendwie. Hier. Westminster Palace oder Parlaments oder was auch immer mit Big Ben. Vielleicht kennst du die. Der hat sogar einen Gong mit dabei. Der läutet immer wieder. Sehr schick. Dann haben wir eine Einkaufsmetropole gebaut. Liegt zwar etwas abseits, aber jetzt gibt es hier die neuesten Angebote von gut und günstig. Mit Siris. Was war der? EDD. Ist gerade geschlossen, deswegen sind auch keine Leute da. Hm. Umbau, haben wir gesagt. Genau. Das war's, oder? Wir haben eine schöne Mitfahrt gemacht. An den ganzen Monumenten vorbei. Notre Dame haben wir mittlerweile hier drauf. Den Arc de Triomphe haben wir schon ein bisschen länger. Das sieht natürlich auch noch sehr schick aus. Den Tower haben wir halbwegs. Oh! Tatsächlich baut jetzt da keiner mehr. Da fehlt ein bisschen die Mauer. Die ist weg. Also auf jeden Fall, die Mitfahrt hier, die lässt sich sehen. Also so viele schöne Monumente, die wir jetzt da haben, ist ganz, ganz toll. Super geil geworden. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Jetzt gucken wir nochmal kurz, was da unten geworden ist. Wo waren wir denn da? Stau City. Wo war das denn? Zürich? Hier. Nicht. Ich weiß nicht mehr, wo wir gewesen sind. Das war... Ach doch, hier. Da sind wir doch. Kein Mensch ist auf dem nicht vorhandenen Zebrastreifen. Das ist gut. Scheint zu funktionieren. Ah, sehr geil. Ich wollte mal kurz runter. Jo, da laufst du ein bisschen durchs Feld. Was ist das? Mais oder Hanf oder irgendwas? Oh, ich bin glücklich. Das ist wirklich sehr schön.
Begeistern. Sehr schön. Perfekt. Der Weg von der... Achso, den haben wir schon. Ich würde trotzdem über die Straße latschen. Das sind ja mindestens 100 Meter Umweg. Geht ja gar nicht. Da wirst du halt tot gefahren und das machst du nicht so oft. Das machst du einmal und dann nicht mehr. Aber nicht, wenn du ewig stehst und warten. Das stimmt, genau. Oder so. Meinen Tower gebaut. Ja, du hast dir lang gewünscht. Hat eine Hochgeschwindigkeitsbahn. Naja, noch nicht. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Gut, liebe Leute. Wir haben noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Ich gucke mal gerade auf die Liste, was wir noch machen wollten. Honigblume will irgendwelche langweiligen Buslinien. Seilbahn, na. Kolosseum haben wir theoretisch noch zu bauen. So, Westminster haben wir gemacht. Der Meuchel, wir sind ja gerade so in La Meuchel, der hat sich den Kölner Dom hier gewünscht. Der ist im Stream nicht dabei, aber er kommentiert immer auf YouTube unten drunter. Und deswegen, er hat schon so ein bisschen gesagt, du vergisst mich immer, da gehe ich halt in den Garten zurück. Ich glaube nicht, dass er das ernst gemeint hat. Ich glaube, es war ein Smiley mit dabei. Aber ich glaube, er wird sich freuen, wenn wir da den Kölner Dom noch irgendwie hinpacken würden. Und da er nicht da ist, kann ich seine halbe Stadt abreißen dafür. Das könnt ihr machen. Für Kirche ist natürlich immer Zeit. So, wo haben wir das Ding denn hier? Oh, wir haben auch Sacré-Cœur. Ich glaube, das hat sich noch keiner gewünscht. Das ist auch ein sehr schönes Teil. Oh. Ah, oh, und auch diese schreckliche Textur daneben. Oh. So schön dieses Modell auch ist, aber diese Textur. Nur Le Petit Zürich geht wieder leer aus. Kein Parkhaus und kein Bahnlager, nur weil die Kaiserin die Zeit immer anhält. Ja, stell dir mal vor, er wird jetzt 3 Stunden weiterlaufen lassen. Wenn jemand keine Zeit hat, den Stream zu schauen, dann findet er sich auf einmal irgendwo in der Zukunft wieder. Im Jahr 2100 oder was weiß ich, wo wir da wären schon. Ach, das kommt schon noch. Vorfreude ist die schönste Freude, oder? Marcel. Weiser, genau. Und der Todfahrer kriegt von Diktatoren noch eine Auszeichnung. Wieder ein Querroland weniger. Genau. Perfidel sagen, wenn du wüsstest, wie oft du über mich drüber fahren müsstest, um mich um die Ecke zu bringen. Ah, das machen die. Das machen die hier immer wieder. Ich weiß nicht, wie viele tödliche Unfälle wir hier schon hatten. Was ist mit dem Stau geworden? Guckt euch das mal an, der ist weniger geworden. Fast staufrei geworden. Manchmal sind es die kleinen Sachen. Letzte Woche saßen wir so lang in diesem verdammten Balance dran, haben da rumgetüftelt und am Ende wurde es eher schlechter als besser. Und jetzt hier mal kurz ein bisschen umgebaut. Das war einfach nur, dass ich die Straße verkleinert habe. Und da hinten haben wir noch irgendwie irgendwas gemacht. Die Straßenbahn ein bisschen umgelenkt und schon ist gut. So, Kölner Dom, liebe Leute. Der muss eigentlich neben die Brücke, weil aus Gründen von Tradition oder sowas. Der echte Kölner Dom steht auch in der Nähe von der Brücke. Auf jeden Fall im Fluss, damit man es vom Zug aus sehen kann für die Mitfahrt. Die nördlichen Städte werden auch immer vernachlässigt. Du warst der Erste, der Neuschwanstein bekommen hat. Mach mich auf den Weg. Danke, Lucita, für den Stream. Euch noch allen eine gute Nacht. Ja, schön, dass du da warst, Karabius. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Schön, dass du da warst. Ich hab mich gefreut. Mach's gut. Okay, aber du hast recht, Albert ist gerade da. Was hast du dir gewünscht? Du hast dir... Ja, hast recht, da war das. Du bist gerade da. Dann machen wir das. Du hast dir eine Buslinie und einen Besuchermagneten gewünscht. Da ist noch eine Bushaltestelle. Ja, irgendwie ist hier relativ lahm. Also dieser Flughafen hier... Der funktioniert kein bisschen. Macht er wie es gewinnen? Boah. Der macht auch gewinnen. Ja, ich überlege gerade, wo wir da die Buslinie machen sollen. Ob wir die hier zum Flughafen bringen wollen oder ob der. Ja, ich glaube, der Bahnhof ist wichtiger. Kriegen wir da noch was ran? Nicht. Also eine extra Station bekommen wir da nicht mehr hin.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht vom Flughafen aus. Da kriegen wir da vielleicht ein paar mehr Leute hin. Kriegen wir da noch eine beknackte Dings. Passagierteil, ja. Da wird ja der Fluss wieder ein bisschen enger. So. Also kann man hier eine Linie machen. Zack, da hoch. Zack, zack. Was ich, zack, da hoch. Dahin. Ich glaube aber, das hier wird nicht funktionieren hier. Also, wir kriegen da zwar einen Besuchermagnet hin, aber die werden, glaube ich, nicht da hochlaufen. Also, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Wo bin ich denn hier? So. Besuchermagnet. Also, wir kriegen das höchstens insofern belebt, dass da eine Bushaltestelle irgendwo hinkommt. Vielleicht bauen die sogar hier daneben. Ich kenne es von Burg Hohenzollern in Süddeutschland, dass man den Rest zu Fuß gehen muss, irgendwie. Da ist halt irgendwo ein Parkplatz. Oder muss halt vom Parkplatz irgendwie hoch über Brücken und sowas noch gehen. Ist eigentlich ganz cool. Wir können das jetzt ein bisschen im Baum verstecken irgendwie. Da verschwinden halt die Leute hier. Im Kerker vielleicht. Vielleicht hat der Erbe auf dem Kerker da drin. Und die Leute verschwinden und kommen nie wieder. Das stimmt nicht. Es kommen ja auch wieder welche raus. Ja, ich setze das Ding mal da rein. So. Achso, was war das jetzt? Residential. War noch ein Commercial dahin. So. Gut, jetzt müssen wir nur noch dahin kommen können. Ah, du hast als erstes den Triumphbogen gebaut. Ja, den habe ich da ungewollt, da warst du gar nicht mehr da. Habe ich ungewollt da hingesetzt. Und danach haben wir das erst angefangen mit den Monumenten. Und da war er aber auf der Erste, der so ein Monument bekommen hat. So war das gemeint. Way sagt, ich würde den Dom woanders hinstellen, nicht an eine Brücke. Brücken werden immer bombardiert und dann auch noch verfehlt. Aber nicht der Kölner Dom. Der hat bei der Bombardierung als Landschaftsmerkmal gedient. Da haben sie sich dran orientiert, wo sie hinschießen müssen. Und deswegen haben sie gerade den nicht bombardiert. Also wenn der Kölner Dom daneben steht, dann wird die Brücke geschützt sein. Ah, jetzt geht er schon auch. Jetzt geht er wieder. Ja, schön, dass du da warst, John. Und danke für deine Idee mit dem Oriental Pearl TV Tower. Sieht wirklich gut aus. Da müssten Flugzeuge aus Honigblume kommen. Da wäre da auch was los. Ja, da fährt aber keiner mehr Zug, oder? Auch. Der Marcel geht auch. Ja, auch bei dir. Danke, dass du da warst. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. So, aber das wollen wir jetzt hier noch machen, liebe Leute. Da machen wir jetzt eine Bushaltestelle hin. Das wäre schade, wenn wir jetzt aufhören würden damit. Eine kleine Straße. Oh! Lamalian, den kenne ich gar nicht. Was macht der? Wir müssen ja gleich mal gucken, wenn es soweit ist. Ich bin ja noch mitten im Stream und der kommt schon daher. Okay, ja gut, guck mal gleich mal. Ich kenne ihn gar nicht. Erzähl mal, was er so macht. Guck mal gleich mal. So, kriegen wir das da rum? Ich hätte gern, dass der wieder so eine Schleife fährt. Ja, nicht so gut. Oh, irgendwie ist es nett, oder? Sieht irgendwie süß aus. Irgendwie sieht das süß aus. Hallo, No Name. No Name Game. Herzlich willkommen. Die Honigblümer würden sich das Schloss nämlich auch gern aus sicheren Flugzeugentfernung anschauen. Du sagst immer, du hättest gerne einen Mitflug sozusagen. Ich vergesse es immer. Wir müssen es mal machen. Ich finde immer, dass es nicht so geil aussieht, aber müssen wir machen. Ich finde die Farbe von den Schienen ganz interessant. Ja, ich habe eine Botliste. Ich müsste mal gerade gucken, ob der Befehl aktiv ist. Oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Ich schaue mal eben nach. Auf YouTube, ich mache ja YouTube Let's Plays, da ist auf jeden Fall verlinkt. Ich habe das, glaube ich, auch hier mal gemacht als Chatbefehl. Ich muss einfach schnell schauen. Oh, jetzt war es Login. TF2 heißt er vielleicht. Könnte sein. So, ich schau mal eben. TF2 Mods heißt der. Wie doof ist das denn? TF2 Mods. TF2 Mods.
Da! Ich hoffe, dass sie auch mit drauf ist. Das wär's jetzt auch. Ich aktualisiere das immer hin und wieder mal. Wenn ich dann einige neue Mods habe, dann sind die am Anfang nicht drauf. Irgendwann, aber die müsste eigentlich hoffentlich, glaube ich, drauf sein. So, am Bahnhof ist doch eh so viel los. Nach Zürich funktioniert es ja auch. Genau. Er ist eine Siegel, spielt gerade Hollow. Okay. Ja, guck mal gleich mal. Lamalian. Es gibt weibliche Streamerin. Hab ich auch noch nicht gesehen. Gut, wir machen das ja noch fertig. Das ist so ein süßer kleiner Kreisel geworden hier. So, da außen hin. Da außen hin. Die können da gar nicht langlaufen, oder? Das ist ja diese... Wobei doch. Wir gucken mal. So, also schnell, schnell, schnell. Es wird ein Raid erwartet. Da müssen wir aber schon noch ein paar Bushaltestellen hinmachen, damit da ein paar Leute einsteigen können. Achso, und ich muss mir das gerade merken, wer das war. Lamalian. Lamalian. Ich werde sie schon mal aufmachen. Damit ich nachher dran denke. Komm her! Schnell. Lamalian, okay. Hollow, genau. Hollow Knight, okay. Okay, das Spiel kenne ich auch gar nicht. Kennst du sie? Schaust du sie öfters oder? Wie schaut's aus? Ja, klar, den Raid machen wir auf jeden Fall. Aber wir machen erst noch gerade diese Linie hier. Achso, ich wollte noch die beknackten Bushaltestellen bauen. Mein Gott, lass sie nicht so ablenken, was soll das? Also, hier haben wir eine. Die könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Dann machen wir hier noch eine hin und dann ist gut. Das haben wir schon. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Aber wir haben ja den Besuchermagnet. Eigentlich müsste das funktionieren. Neu-Erwolfenstein, oder wie heißt es? Neu-Erwolfstein. Okay. Okay. Und da kommen später auch die schönen Touristenbusse drauf. Jetzt haben wir sie leider noch nicht. Haben wir irgendwo ein Depot in dem Laden hier? Da haben wir es doch. So, hoffen wir, das reicht. So, also, da haben wir unser Märchenschloss. Da fahren jetzt Busse hoch. Man sieht es halt leider von unten nicht besonders gut. So gar nicht sieht man das. Langweilig! Ja, das ist schade. Also da lohnt sich auch eine Mitfahrt, glaube ich, nicht. Weil es von unten einfach kaum erkennen kann. Vielleicht ist das so ein Flughafen besser. Hier. Die haben bestimmt einen tollen Ausblick. Ah! Man sieht's immerhin, man sieht's. Weiß nicht, wie lange sie noch zockt. Ja, ich mach nicht mehr so lange. Wir gucken mal einfach, ob sie gleich noch da ist. So. Passiert jetzt hier irgendwas? Da kommen sie schon. Sehr gut, das funktioniert. Wunderbar, perfekt. Wendekreise. Noch den Bahnhof mit einbeziehen. Ja, na gut. Ja, von mir aus. Von mir aus. Finde ich ein bisschen doof, weil er dann hier irgendwie so zickzack fährt oder so, aber... Ja, von mir aus machen wir das. Ist ja kein Verkehr hier auf den Straßen, von daher ist okay. Dann müssen wir halt hier noch irgendwo eine Haltestelle hinmachen. Mitten auf die Durchgangsstraße. Also... Wobei, dann hätten wir, ne, dann hätten wir auch, dann können wir auch diese Haltestelle nutzen. Also, auf damit. So, jetzt. Also, einmal da hoch, da wieder runter irgendwie. Von mir aus soll so sein.
Mit einer salzigen Tour. Keine Hektik, war nur ein Vorschlag. Ja, machen wir gerne. Gerne. Machen wir gleich. Achso, keine Hektik. Okay, keine Hektik. Ja, machen wir gleich. Freut mich ja, dass du den Befehl nutzt. Den Raid-Befehl. Ja, genau. No Name, genau. Das ist das Telly Lynn Railway Mod-Paket. Wie hast du das erkannt? Das haben wir doch gerade gar nicht gesehen hier. Und wo fährt denn das Ding überall? Also wir haben das einmal hier. Das hast du doch gar nicht gesehen, oder? Meine Güte. Also einmal fährt das hier. 13 Leute. Und einmal durch unsere Schlucht hier drüben. Hier. Man hört ihn schon da rumklappern. Da ist er gerade. Eine sehr schöne Strecke. Man kann nur leider nicht gut mitfahren. Aber da steht die Weltkopf. Liegt das an dem blöden... Liegt das an dem Zug... Oh. Der hält an. Liegt das an dem Zug, dass es nicht geht? Oder liegt das an der Strecke? Oder ich habe keine Ahnung, was es liegt. Ja, sehr schick. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, dann hören wir langsam auf für heute. Der Flughafen braucht mehr als 2 Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil solange kein Bedarf da ist, brauche ich auch nicht mehr Flugzeuge hinpacken. Kein Mensch will da mitfliegen. Wir fliegen den hin nach Zürich. Ja, ist einfach nicht gut genug angebunden oder keine Ahnung. Wir müssten vielleicht Chambéry du CK auch noch anbinden. Als direkte Nachbarn. Oh, da müssen wir uns vielleicht auch mal um die Buslinie hier kümmern. Die Stadt ist etwas gewachsen. Ja, keine Ahnung. Da fährt ja sogar eigentlich eine Straßenbahn hin bis zum Flughafen. Ja, also mit Menschen haben die echt keinen Bock. Selbst nach Honigblume wollen sie nicht fliegen. Macht auch schöne Verluste. Herr Fiel sagt, man muss den Leuten nur vorgeben, wie sie zu laufen haben und schon sind sie glücklich. Ich habe das Ziel des Spiels endlich kapiert. Ihr Menschling in eurer Verfügungsgabe. Ja, die sollen machen, was ich sage, ist ja klar. Ein Regioflieger zum IAHBS wäre, glaube ich, wirklich nicht so schlecht. Also gut, ich glaube, ich beuge mich dem Druck hier. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann machen wir das. IAHBS, jetzt haben wir es. Jetzt. Moment, da brauchen wir noch ein extra Terminal, oder? Theoretisch ja. Praktisch machen wir das auch. Ach, guck dir das mal an, die haben Häuser hingebaut, das ist ja süß. Sehr schick. Ja, mach mal deine Durchsage, ich weiß. 5,61 Millionen, sind die krank? Oh, alles kaputt gemacht hier. Die schönen kleinen Gebäude hier. So, jetzt. Das entlastet ja auch, das ist ja der Vorteil. Fällt mir gerade auf, entlastet hier unsere Zugstrecke, die ja vielleicht ein bisschen überdimensioniert ist. Ein bisschen überlastet ist. So, jetzt. Da brauchen wir eigentlich auch noch ein zweites Terminal. Gibt's nicht! Hier ist kein Platz. Kann ich vergessen. So, Honigblume. Wie schreibt er sich denn? Honigblume. Herr Ari Wolf hier. Ich bin für heute schon völlig kaputt, glaube ich. So. Lavendelfarben. Autosave! Ach, sein Mist. No-Name-Game sagt, ich bin auf der Suche nach der Schienenfarbe, welche auch auf den Bildern ist. Gilt das für alle Schienen oder ist es ein anderer Mod? Ich glaube, das ist die Schmalspur-Mod. Aber die Schmalspur-Mod ist, glaube ich, nicht... Ist, glaube ich, eine Extra. Es ist eine separate, meine ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. 750 mm Gleise heißt die. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber wenn du nach Schmalspur suchst oder nach, wie heißt es, Narrow Gauge, dann findest du die relativ weit oben. Und mit der kam auch die Schienenfarbe. Und ich finde die auch gut, weil die halt echter aussieht. Die sieht mehr aus wie eine echte, wie ein echtes Gleisbett irgendwie. Also die Schienenfarbe kommt, glaube ich, nicht von der Telly-Win-Dingster-Mod, sondern kann sein, dass die
Ich, ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine extra Mod. Hier. Aber ich weiß nicht mehr genau. Die Strecke ist klasse. Coole Kamerasicht. Oh, welche war das, Kante? Das waren gerade so viele irgendwie. Vielleicht die mit der Schluchtenbahn, oder? Die gefällt mir auch gut. Das war eine Idee von Pixel, der heute nicht da ist. Der hat sich... Ach so, die Kameraansicht. Die mit der Welt kopfüber, oder? Ja, diese Strecke ist auch schön. Die geht so mitten durch so eine Schlucht durch. Mit dem Bach daneben irgendwie. Und wir haben die dann eingleisig gebaut. Mit hin und wieder so eine Ausweichstrecke. Sehr schick geworden. Oh, haben wir jetzt die Strecke hier, die Flugzeugstrecke? Ja, aber die Farbe ist doch schlecht. Da. Ihr wollt die Lavendel machen. Ich wollte die Lavendel haben. Gut, dann packen wir da noch Flugzeuge rein. Große natürlich. Da. Der Hyperland Komet. Ursprünglich als 4A für Capital Airlines entwickelt, verfügte die 4B über eine höhere Kapazität. Dank längerem Rumpf. Und eine kleinere Spannweite. Ah, die stürzt doch ab. So. Das Ding braucht einen Namen. Vor einigen Streams habt ihr mal so gute Ideen gehabt für Namen. Wir haben schon eine Chantal. Das ist eigentlich ein Zugname, oder? Chantal ist ein Zugname. Für Flugzeuge habe ich jetzt gar nicht so richtig schöne Namen irgendwie. Ah, wird schon was einfallen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich brauche noch Flugzeuge. Ja! Komm. Ist es bei den Schnellgleisen auf? Ne, da ist es, glaube ich, da ist es Vanilla. Das müsste, glaube ich, noch gleich sein. Oder? Nee, das ist auch verändert, oder? Die sind dunkler als üblich. Ich bin gerade echt nicht mehr sicher. Ja, die sind, also man sieht auf jeden Fall, dass es Schnellgleise sind. Hier. Ja, das ist auch verändert. Von oben, finde ich, sehen die, glaube ich, gleich aus wie früher, so hell. Aber von unten sehen die verändert aus. Ja. Können wir eine Mitfahrt mit der Schmalspurbahn machen? Das können wir... Können wir gleich noch machen, würde ich sagen. Ich werde aber jetzt gerade von der anderen Seite aus noch einen Flieger kaufen. Dann haben wir gleich zwei auf der Strecke, auf der Linie. Der war das. Immer noch namenlos! Habe ich dir der Strecke zugewiesen vorhin? Kann sein, dass nicht... Da heizt die Düsen schon auf. So. Steht doch im Depot. Das war ein Elend. Ah, hi. Kleiner unbenannter Flieger. Das ist der Ronny. Klar. Der erste und der zweite. Ist doch klar. Ist eigentlich auch ein Zugname, aber... ist egal. Ronny der zweite. So. Gibt es als Fahrzeug oder Hubschrauber? Bis jetzt nicht, dass ich wüsste. Nur noch kurz, genau. Günther ist auch ein guter Name. Günther ist auch ein guter Name. Pleite, geil. So müssten eigentlich die anderen hier heißen. Fliegender Hansi. Ist eh nicht so der perfekte Name. Aber Pleite, geil, ich schreib's mir mal eben auf. Das ist eine gute Idee. Pleite, geil. Gefällt mir gut. Gut. Ein Flugzeug namens Ernstfall. 1 und 2 ist auch gut. Das muss ich auch aufschreiben. Fliegender David. Hedwig. Hedwig ist so ein schöner Zugname. Ernstfall. Der Ernstfall. Ey, lol. Okay, liebe Leute, wir machen jetzt noch eine Schmalspurbahn-Mitfahrt. Falls mich das Spiel lässt, weil das... Ihr habt das ja gesehen, das funktioniert nicht gut. Wir haben zwei Schmalspurbahnen gerade. Das hier ist die unspektakuläre. Ich glaube, da um die geht's nicht. Aber wir gucken mal kurz, ob das da geht mit Mitfahrt. Das ist Plötze. Na, da geht's auch nicht. Das liegt, glaube ich, an der Mod. Das
bist wohl an der Mod hier mit dieser Tallywind-Mod sein. Die einzige Mitfahrt, die wir machen können, ist halt oben drüber schweben. Ist auch schön, weil das eine schöne Strecke ist, aber wo ist der Zug gerade? Wir konnten es halt leider nicht vorne mit reinsitzen. Weil hier ist er auf halber Strecke. Hier, mit Kaskaden. Da sind wir eine Weile unterwegs, liebe Leute. Ich finde es so schade, dass es halt nur eine Textur ist hier mit dem Wasser. Und ich weiß, dass da irgendwann, wir wollen da irgendwann eine andere Bahn haben. Das ist eigentlich mehr so eine Parkbahn hier. Da sollte schon eine richtige, keine Ahnung, Dampflok oder irgendwas drauf. Aber ich habe das jetzt noch nicht so richtig angefunden. Jemand hat mal gemeint, ich sollte mal auf Transport Fever nett gucken, aber ich vergesse es immer wieder. Ha! Von wegen! 0,5 erschreckt. Das gelingt halt nicht gut. Becker van Boris. Wo kommt denn der Name her? Gibt auch andere Loks für 57 mm Schiene im Steam Workshop mit besserer Kameraperspektive. Ah, habt ihr mir schon mal eine geschickt? Oder MacBeck, hast du mir schon mal eine geschickt? Oh Gott, der arme kleine Kerl hier. 12 km/h. Es hat niemand gesagt, dass es leicht ist, hier zu fahren. Der Rückweg ist leichter. Aber für alle, die gerade einpennen. Ach, die Mayday ist auch nicht schlecht. Hey, ich bin gerade am Trinken. Mayday. So. Oh. Ja, also ich würde die gerne austauschen. Die ist schön und süß und sowas. Ist halt was für ein Park, aber man kann nicht mitfahren. Die ist viel zu klein für eine richtige Strecke. So. Prost, Airwolf. Oh Gott, der schafft es kaum da hoch, der Teddy. Ich habe ihn Teddy genannt, weil er so süß und so klein ist. Und so flauschig. Gleich bleibt er stehen, ey. Ich keine Ahnung, wo der arme Kerl steckt gerade. Mitten im Berg irgendwo. Da kommt der nächste entgegen. Der muss jetzt anhalten. Ja, also ich muss mal schauen nach diesen Schmalspurloks. Ich habe noch diese. Ach Gott, ich. Wir sind jetzt gerade eigentlich auf der Mitfahrt hier. Deswegen kann ich gerade nicht weg, aber wir können. Also ich würde ganz ins Depot schauen, aber. Ich habe doch eine bessere Lok, aber keine besseren. Keine schnellere Lok. So. Ich habe doch eine Dampflok, eine sächsische Dampflok irgendwie. Die fährt 30 km/h. Die wird wahrscheinlich größer sein. Aber die Wägen sind halt. Die fahren 38 km/h hier. Oh, weiß ich. Vielleicht brauchst du auch eine Malspur. Ja, das war ein ausdrücklicher Wunsch, dass hier Schmalspur hinkommt. Von daher ist okay. Es hat eine ganz langsame Strecke. Eine schöne Strecke irgendwie. Ja, die zieht sie noch eine Weile. Oh, jetzt weiß ich, warum ich mir halt abschwitze. Mein Ventilator ist ausgegangen, der Akku ist leer. Ich sitze hier und bläh. Schrecklich. Ja, liebe Leute, wollen wir da noch fertig mitfahren? Achso, da kommt noch ein Leuchtturm. Da am Ende der Strecke steht noch ein Leuchtturm irgendwo. Ah. Aber es dauert. Ah, es ist schon schön. Ventilator macht doch was aus, ob der funktioniert oder nicht. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie es die nächsten Tage werden soll. Ich glaube, immer noch heiß und schwül. Ich werde sterben. Gibt es auch Schmalspur-Güterwagen? Sonst gibt es ja eigentlich keine Versorgung. Ja, vor allem Güterwagen gibt es auch bessere, glaube ich. Wir können gleich mal gucken. Ich würde sagen, ach, wir lassen es ja mal. Wir können eh nicht richtig mitfahren. Das ist keine richtige Mitfahrt. Und da passiert... Da ist ein Prellbock im Berg gelandet. Ups. Okay, das ist ein Überbleibsel. Wir fahren jetzt hier noch. Wir tun noch so, als wäre das hier noch eine Mitfahrt und gucken noch den Leuchtturm an hier. Hat sich auch der Pixel gewünscht. Das war ein Kompromiss. Ich hätte mir den in Rot-Weiß gewünscht und er hat gesagt, nein. Irgendeine komische Textur. Und dann habe ich gesagt, nein, die sieht aber scheiße aus. Und dann hat er gesagt, okay, dann halt diese hier. Und dann habe ich gesagt, okay. Hm.
Gut, wir gucken mal kurz ins Depot rein. Was wir da hätten. Schmalspur-Depot. Also, Lokomotive. Da hätten wir schmalspurmäßig diese hier noch. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Ich habe die noch nie ausprobiert. Die fährt halt auch echt nur 30 km/h. Und bei Waggons haben wir hier, diese hier. Scharfenbergkupplung. Das müsste... Ah doch, 750 mm. Das ist auch Schmalspur. Und der fährt sogar schneller. Aber da kommt doch irgendwann eine sächsische Lok, soweit ich weiß, aber erst später. Irgendwann 70er Jahre, 80er Jahre oder sowas. Oder keine Ahnung, vielleicht sogar bald, keine Ahnung. Und da freue ich mich drauf. Die wird besser. Okay, die ist gut, sagt Hanno. Ich überlege gerade, ob wir die gerade mal austauschen sollen. Einfach mal vorne dranhängen, einfach. Dann fährt halt der Zug noch langsamer, aber ich würde gerne die Lok endlich mal sehen. Was ersetzen? Boah, mir ist gerade echt heiß. Ich kipp gleich um. Na gut, so schlimm ist es nicht. Aber ja, wir ersetzen die alle mal und dann machen wir diese normalen Waggons hinten dran. Ich merke gerade, ich kann nicht mehr denken richtig. Ah! So, jetzt. Passagierwagen. Da haben wir sie wieder. Machen diesmal blau. Oh, wir können die länger machen. Sehr gut. Die zieht besser. Die neue Lok. Ich glaube, das müsste passen. 80 Meter müssen die Bahnhöfe, glaube ich, sein. Oh. Ui! Ui! Die klingt schon mal... Oh! Ah, die ist aber schön. Ah! Die ist ja schön. Die gefällt mir gut. Oh Gott. Ja, das ist schon mal ein ganz anderes Kaliber. Irgendwie sieht die wirklich... Oh Gott! Die ist ja lieb. Ich glaube, ich werde alle Züge ersetzen mit dieser hier. Die sieht super aus. Warum habe ich die nicht schon früher mal ausprobiert hier? Oh. Wir machen wenigstens eine nette Vorbeifahrt hier. Komm mal her, wo ist meine Kamera? Achso, das geht. Achso, das geht irgendwie. Das kann ja auch weiterlaufen lassen, oder? Doch, das geht. Womit? Wir machen dieses Crosshairs hier aus. Oh, die ist ja toll. Ich mag es, wenn so spezielle Sounds drin sind. Oh, die ist ja schön. Sehr schön. Die Waggons sind halt nicht so. Die sind sehr einfach gemacht. Aber die Lok ist klasse. Ich bin absolut begeistert. Sehr schick. Diesel? Nein! Ich liebe Dampfloks. Und ich bin jetzt so verliebt in diese Lok. Auch wegen dem Sound und wegen allem. Keine Diesel-Lok. Ja, das ist super. Klasse Idee. Sehr schön. So, was war da jetzt noch? Mitflug über das Naturschutzgebiet. Meine Güte, der Honigblume gibt einfach nicht auf. Da haben wir einen. Der Dumbo fliegt gerade. Mit Blick auf unsere neue Lok irgendwo da unten. Ah, Kamera testen. Okay, machen wir einen Kameratest. Ich hoffe, das geht. Take up, take down. Ui. Das ist auch nicht schlecht. Boah, diese Waggons, die kann man sich kaum anschauen gerade. Alles hat was. Sieht geil aus. Grade nicht vergessen. Ja, machen wir gleich noch. Also ich würde sagen, passt. Sehr geil. Der Lokführer bewegt sich auch. Zwei Lokführer. Ja, nur man sitzt halt nicht vorne drin, man schwebt irgendwie oben drüber. Ja. Uiui. Okay, liebe Leute, wir lassen das. Ich bin begeistert, das ist eine tolle Lok. Die ist wirklich super, super, super schön, ganz toll.
Gibt's dazu passende Waggons? Ja, ich meine ja, da gibt's eine extra Mod, die aber dazu gehört, auch vom gleichen Modder. Und die kommen halt erst später. Also ich meine... muss mal rein hier. Ach, je, je, je. Wir haben hier Güterwaggons. Diese hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass dazu auch noch Passagierwaggons gehören, die halt später erst kommen. Wobei ich bin jetzt nicht sicher, ob die zu der Lok dazu gehören. Die gehören zu dieser Mod, glaube ich, dazu. Ach Gott, ihr stellt mir Fragen zu den Mods. Ich habe die vor Wochen installiert, ich weiß es nicht mehr. Also es sollen noch Passagierwaggons kommen, aber ich habe sie noch nicht. Ja, das passt wirklich schlecht zur Lok, das stimmt. Mal gucken, also irgendwann kommen welche. Gut, liebe Leute, ich brauche Luft. Wir hören auf und wir raiden jetzt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute da wart, trotz des schönen Wetters. Manche waren ja auch schon vorher mit dabei. Was haben wir gespielt? Dyson Sphere. Gehören dazu? Okay. Ja, oh Gott, ich finde diese Lok wirklich toll. Die ist so detailliert gemacht, schöner Sound dazu. Begeisternd. Wir werden alle Loks austauschen. Alles wird Schmalspurbahn. Und die Flugzeuge fliegen drüber. Gut, also liebe Leute, dann gehen wir rüber zu... Oh Mann. Lamalian. Oder Lamalian. Sie spielt Hollow Knight. Ich kenne das Spiel nicht. Nein! Nein! Nein, 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 sie ist offline. Da kriegst du deine Punkte zurück. Es tut mir leid, Atlas-Koffer. Schade. Ach Gott. Gute Erkühlung. Danke. Ja. Ach, Barabi, du warst auch dabei. Freut mich. Sehr schön. Ja, also ich werde dir die Punkte zurückerstatten, falls es Tolly nicht schon gemacht hat, Erdnusspuffer. Und es tut mir leid, es ist nichts geworden. Aber ich guck mal gerade, ob wir noch jemand anders hätten, der vielleicht gerade Transport-Spieler spielt. Ihr könnt auch mitgucken. Nein. Stopp. Stopp, 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 stopp. Das war falsch. So, also Transport Fever. Flexmann. Treffen der anonymen Eisenbahner. Es sind nicht so viele Zuschauer da. Weiß ich. Da hat wohl noch ein Nicht-Deutschsprachigen oder sowas. Also ich weiß gerade niemanden. Wobei wir hätten. Pantolan ist online. Wreckfest. Ein Zuschauer. Ansonsten war die scheinheilige Sau. Rimworld natürlich. Also ich weiß nicht, ob ihr Lust habt auf Wreckfest. Ich glaube, manche von euch spielen das. Das Karabeus spielt das, glaube ich. Oder ist es schon wieder weg? Ich weiß auch nicht. Oder irgendwas anderes, was ähnlich ist wie Trials of Fever, etc. Oder Railway Empire oder sowas. Ah, ihr wisst eigentlich selber, was ihr gucken wollt. Ich glaube, wir raiden einfach nicht. Mir fällt nichts ein. Ah. Aratrak. Achso, den können wir gerne... Ah, den können wir gerne raiden. Ja, ist eine gute Idee. Und der war ja kurz nicht da, im Stream bei Rimworld. Also wer Lust hat, bei ihm Rimworld zu schauen, der macht das wirklich klasse, der kann das auch sehr gut. Könnt ihr doch zuschauen. Das ist ein ganz lieber Kerl. Ich würde sagen, wir raiden halt einfach mal hin. Mal wieder aus hier. Wer mit möchte, kann gerne mitgehen und mal kurz Hallo sagen oder sowas. Und wer nicht, dem wünsche ich mal eine gute Nacht. Ich wusste, oh Gott. Diese Hitze, ich merke es richtig, wie mich das... Das macht mich völlig kaputt. So, also Aratrak. Also ihr könnt jetzt gleich abspringen oder mitkommen. Und ja, ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Es ist immer eine riesige Freude, mit euch Trials of Fever zu spielen. Weil ihr so viel schreibt und so weiter. Weil es einfach so lustig ist immer. Und ja. Oh, was... Guter Tipp von mir, gell? Ja, ja, ja. Ja, ich hatte die Lok ja schon. Ich habe sie nur nicht aktiviert gehabt, weil ich hatte keine passenden Waggons dazu. Deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. Je weniger Zuschauer, desto besser. Die erschrecken sich aber manchmal, wenn da nur ein, zwei Zuschauer dabei sind. Und da kommen einige Leute an. Na, könntest du sie da raiden? Ob das geht? Gut, also liebe Leute, ich bedanke mich. Und wünsche euch eine gute Nacht. Man sieht sich vielleicht morgens. So Landwirtschaftssimulator um 20 Uhr. Und ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Also mal einfach gucken. Wird Chaos wahrscheinlich. Macht's gut. Tschüss.